Es ist der 3. Juni, jetzt hätte ich mal September gesagt, Herrgott, ich wusste, es geht schief. Es ist der 3. Juni 2021, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und es ist bestimmt der wärmste Tag des Jahres, das kann man tatsächlich jetzt schon sagen. Also ich weiß nicht, was hier los ist, irgendwie hat hier jemand an der Uhr gedreht oder am Thermometer gedreht. Es ist irgendwie wohlwarm, obwohl es letzte Woche noch ziemlich kalt war, also die Welt steht Kopf, aber im Sendegarten nicht. Wir sitzen alle aufrecht und gerade und wer wir sind, das sind der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und der Lars ist da. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Mit dabei ist auch die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und wir haben einen Gast auf der Gartenbank, einen Überraschungsgast sozusagen. Der hat uns nämlich überrascht. Also unsere Planungen sahen eigentlich einen anderen Gast oder eine andere Gästin genauer gesagt vor, aber na, da kam das Leben dazwischen. Oder Softwareprobleme oder was auch immer. Also irgendwas ist passiert, worauf wir keinen Einfluss nehmen konnten und wollten. Und dann schien dieser Sendegarten ohne Gast zu bleiben. Da habe ich heute Nachmittag mal ganz, weil ich mir gedacht habe, wenn wir heute einen Sendegarten machen ohne Gartenbank, dann kommt bestimmt hinterher die Kritik, ja, hättest du mal was gesagt, ich wäre gerne dabei gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann frage ich doch vorher einfach mal und zack, ist sofort jemand gekommen und das ist der Philipp. Guten Abend, Philipp. Guten Abend und ja, ich hätte mich beschwert, wenn du nichts gesagt hättest. Siehst du, ich hab's doch geahnt. Nee, ist doch total schön. Also ich hatte nicht die Hoffnung, dass jemand für heute Abend nichts Besseres zu tun hat, als sich bei uns auf die Gartenbank zu setzen, aber weit gefehlt. Also hier ist ja Feiertag. Ich weiß nicht, bei euch auch? Jo. Ja. Okay. Mhm. Bei Vera auch? Aber ihr habt alle Feiertag? Ja. Also Feiertag, aber ich habe auch eh so frei, also mir ist es eigentlich egal, ob heute Feiertag ist oder nicht. Ja. Genau, und ich bin Student, das heißt, ich habe sowieso immer Zeit. Ach so. Wie war das noch? Guten Mittag, liebe Hörenden, guten Morgen, liebe Studenten. Das hat doch mal so einen Spruch, Manfred Erdenberger, glaube ich, im WDR 2 Mittagsmagazin. Um 12 Uhr hat er die Menschen so begrüßt. Guten Mittag und guten Morgen, liebe Studenten. Das war irgendwie legendär. Ich bin auch schon mal zu einer Vorlesung zu spät, nicht zur Vorlesung, zum Seminar zu spät gekommen, weil so ein ganz kleines, wo es also auch auffällt, wenn man dann zu spät kommt. Und dann, ja, Entschuldigung, hab verschlafen. Und der Dozent so, das ist das 14-Uhr-Seminar. Ich so, ja, sorry. Ja, man, der eine beginnt früher, die andere später, meine Güte. Wenn du Bäcker wärst, dann wäre dein Tagesablauf auch ein anderer. Und es ist eigentlich auch egal, wann man das macht. Ist ja, ob man jetzt von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr, oder genauer gesagt, ja doch, von 8 bis 17 Uhr, es heißt ja immer 9 to 5. Ne? Ich verstehe überhaupt nicht, wie man dann auf 40 Stunden pro Woche kommt, wenn man 9 to 5 arbeitet. Das geht doch überhaupt nicht. Aber, naja, das müssen wir jetzt auch nicht klären hier. Ich bin mir gerade wieder durchs Hirn geschossen. Oder ob man jetzt von, sagen wir mal, du fängst erst um 12 an und machst dann da deine 8 Stunden. Doch egal. Wichtig ist ja nur, was dabei rauskommt. Ja. Wobei damit die Dozenten ja auch nicht immer zufrieden sind. Mit späten Terminen, meinst du? Nee, du fragst das um 16 Uhr. Nachher so bei Ach, rauskommt. Was dabei rauskommt. Ah, okay. Ja. Naja, die müssen ja auch immer noch ein bisschen dass du dich noch beweisen kannst, ne? Die Luft nach oben, dass du die noch hast. Ja, das Ding ist ja, wenn du immer nur perfekte Arbeiten und so abgibst, dann haben die ja nichts zu korrigieren und wofür werden die bezahlt? Also. Fürs Korrigieren, fürs Häkchen machen. Genau. Also ich glaube schon, dass es mehr Spaß macht, Arbeiten zu korrigieren, wo, sagen wir mal, das Gefühl ist, derjenige, der geantwortet hat, also der Prüfling oder die Prüfling, hat auch verstanden, worum es eigentlich geht, als wenn man da aus einer Menge von fantastischen Antworten ein Hauch von Richtigkeit herauslesen muss. Also ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Was will mein Student damit sagen? Ich bin ein angehender Lehrer und habe dann aber auch schon so ein paar Hausarbeiten mal so drüber gelesen, wo ich
gedacht habe, das ist aber jetzt so kreativ falsch, das ist auch wieder gut. Das finde ich eine gute Einstellung. Kann man denn dafür gute Noten geben? Oder ist es dann am Thema, wie heißt das, Thema verfehlt? Ne? Schön geschrieben, aber Thema verfehlt. Deswegen nur 4-. Ich habe mal bei Mathe erlebt, dass jemand eine Gleichung nicht nach X aufgelöst hat, sondern nach Euro. Also nach dem Eurozeichen. Aber ja, das hat er richtig gemacht. Also da gab es noch Punkte für. Super, das ist gut. Was wirklich zählt, der wusste, was zählt. Ne? Das geht. Yeah. Super, klasse. Ja, das ist ja nicht schlecht. Achso, du bist also angehender Lehrer. Also, liebe Hörende, der Philipp und wir, ja, wir kennen uns nicht. Es ist wieder ein Blind Date unterm Gartenbaum hier. Also, wir kennen uns aus 2, 3 Twitter-Zuschriften. Und wir haben schon mal auf seinen Podcast Imperium Afaldra hingewiesen. in der Episode, nehmen wir das mal eben vorweg, wo war das? Ich habe es doch rausgesucht. 112, da warst du unter der neuen Ernte, haben wir dich genannt. Jetzt werden wir uns einfach mal so ein bisschen herantasten. Was macht der Philipp denn eigentlich so im Podcastland? Aber das machen wir erst, wenn wir auf der Gartenbank sind. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zur neuen Ernte. Und bevor wir da hinkommen, wollte ich doch die Gelegenheit nutzen, nochmal schlechte Witze in den Sendegarten zu werfen. Und zwar aus berufenem Munde. Das habe ich die Tage gehört. Achtung, Achtung, Achtung. Schauen wir mal. Frag mich, warum meine Internetleitung so super ist. Warum ist deine Internetleitung so super? Und jetzt kommt ein unglaublich schlecht konstruierte, humoreske Einlage, weil ich geimpft bin und jetzt 5G habe. Das ist nicht methodisch inkorrekt, sondern optisch inkorrekt. Die Ausgabe 24, da hat Nikolaus Wörl diesen wunderbaren Witz gebracht. Und ich wollte dann nicht eigentlich heute auch den Witz machen, dass wir hier heute besonders spritzig unterwegs sind, weil tatsächlich alle Anwesenden mindestens eine Impfung im Bauch haben. Nicht im Bauch, im Arm. Es wird ja, glaube ich, in den nicht... Also doch, meistens wird in den Oberarm geimpft. Das ist total schön. Ich freue mich, ich persönlich freue mich sehr, weil ich sehr überraschend die Gelegenheit bekommen habe und möchte an dieser Stelle meiner Kollegin, die mich auf eine Möglichkeit hingewiesen hat, die ich früher nicht gesehen habe, ganz herzlich danken, unbekannterweise, aber sie weiß, dass sie gemeint ist. Danke, 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 danke. Wie habt ihr es überstanden? Geht es euch allen gut? Ja, jetzt wieder. Ja, ich glaub, lass uns mal eben so wie alte Männer kurz über die Gesundheit reden. Vera, hör mal weg. Aber ich will mitmachen. Ach so, okay, ja, na gut, mach's wie alte Frau, ist auch gut. Nee, komm, ey, wir sind alle gleich. Also, Vera, dann fang du an. Erzähl, wie es dir ergangen ist. Also, ich wurde ja schon Mitte Februar und Mitte März geimpft und... Ach. Nach der ersten Impfung hatte ich Schmerzen im Arm und ein bisschen so Kopf und ein bisschen müde und schlapp. Nach der zweiten Impfung hatte ich fast gar nichts. Also auch so ein bisschen müde und schlapp und so. Aber es ging alles sehr gut. Ich habe halt nach der zweiten Impfung noch irgendwie quasi Arbeitsverbot von dem Impfarzt bekommen. Das fand ich gut. Also ich hätte eigentlich am nächsten Tag einen 11-Stunden-Dienst gehabt und der hat mir das verboten und dann musste ich nur einen Frühdienst machen. Also, ne, der hat gesagt, 11 Stunden am Stück arbeiten ist nach einer Impfung nix. Genau. Aber sonst ging es mir eigentlich gut. Okay, und die zweite dann auch problemlos? Genau, also die erste Impfung war ein bisschen, weil ich danach zu schnell wieder irgendwie zu viel, also Tische geschleppt. Du hast von der zweiten gesprochen, ne? Ich habe gar nicht. Und dann die zweite Impfung hier war dann komische die Zoom-Töne bearbeitet. Sorry, ich habe nicht zugehört. Nee, die zweite Impfung war viel weniger schlimm als die erste sogar. Also. Ach. Mit welchem Wirkstoff? BioNTech. Och. Also ich hatte keine Ahnung. Das heißt warum. Doch also genau andersrum eigentlich, ne? Die zweite soll doch da schlimmer sein als die erste. Genau. Ja, also ich bin halt nach der zweiten halt auch um 6 Uhr morgens aufgestanden. Es kann also auch sein, dass die Müdigkeit und dieses Schlappsein davon kam. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen, aber alles gut. Also mein Arm tat weh und ich konnte 3 Tage ungefähr nicht auf der linken Seite schlafen, was ich furchtbar fand. Aber sonst... Okay. Hast du auch diese SafeVac-App zur Dokumentation benutzt? Ja. Das vom ja.
aber leider erst nach der zweiten Impfung, weil ich nach der ersten davon nur noch, ich weiß gar nicht, ob sie da schon gab, noch nicht gab, weil Februar, weiß ich nicht. Also ja, aber da habe ich eingetragen, ja. Ja, obwohl, ich meine, die fragt ja nach Schmerzen, ne? Also ich greife mal eben vor, ich hatte jetzt keine Schmerzen. Die Einstichstelle hat ein bisschen gezwickt, aber das waren jetzt keine Schmerzen in dem Sinne. Und dann habe ich einfach wahrheitsgemäß da gesagt, nee, keine Beschwerden. Und dann fragt das Ding, sind Sie sicher? Ich überlege das mal. Das kann doch nicht sein. Genau, dann habe ich gesagt, naja, vielleicht, ich guck mal, was ist denn so im Angebot? Und dann stand da Schmerzen hier und Übelkeit da und Schmerzen so und Schmerzen hier, Kopfschmerzen. Und dann nee, ich glaube nein. Dann habe ich das, da siehst du sicher, am Ende dann doch mit ja beantwortet. Und ich gehe jetzt da quasi als Missing Value durch. Also bei mir ist dann toi toi bisher, vielleicht verliere ich den Verstand, das werdet ihr heute Abend bemerken, aber ansonsten ist nichts passiert, nichts Schlimmes. So, Lars, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es am, lass mich überlegen, 23. April, glaube ich. Ich habe BioNTech bekommen, habe die Impfung selber gar nicht gemerkt und war am nächsten Tag ziemlich müde. Ich kam morgens überhaupt nicht in die Gänge und ich merkte, wie es in der zweiten Nachmittagshälfte sich der Schleier so hob und es immer besser wurde. Und das dann über den nächsten Tag hinweg, also es war freitags Impfung, Samstag müde, Samstag zum Abend hin wurde es besser, Sonntag den ganzen Tag wurde es besser und Montag habe ich gar nichts mehr gemerkt. Ja, und morgen ist die zweite Ladung dann. Super. Oh. Ja, hoffentlich bleibt das auch so. Also, dass das nicht, also, hatte das der Herr Streeck, hatte das, glaube ich, beschrieben, ne? Also, wir haben doch da mal über den Podcast gesprochen, Hotspot, den es ja gar nicht mehr gibt. Da hatte er auch die zweite Impfung, da hat er doch gesagt, dass er da irgendwie einen Tag mit Schüttelfrost rumgelaufen ist, nach der zweiten Impfung. Man kann, aber wenn das so ist wie bei Viva Vera, dann ist ja alles gut. Genau, so wird das sein. Jo. Super. Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass es so hoffentlich war das wirklich eine Impfung, weil ich hatte ja fast nichts. So, aber. Genau. War es doch nur Salzwasser? Einfach. Ja, ich hoffe einfach mal das Beste, dass es keine Kochsalzlösung war, ja. Ui je. Placebo, aber hochdosiert. Genau. Ja. 300 Mal geschüttelt. Den Spruch habe ich letztens aus einem Fernsehfilm. Was war das denn noch für einer? Ah, hab ich wieder vergessen. Vier Frauen und ein Todesfall. Das ist so eine österreichische Serie. Da gibt's in der letzten Staffel gibt's eine sehr schräge Polizistin, die ist so ein bisschen eigenbrötlerisch und die hat immer Tabletten dabei und zwar Placebo, aber hochdosiert. Das fand ich irgendwie total gut. Das habe ich mir gemerkt. Herrlich. Gut, wen haben wir noch nicht gefragt? Sebastian, was ist bei dir? Wie ist dir ergangen? Ja, ich bin ganz frisch jetzt Samstag geimpft worden mit AstraZeneca und ja, also so 12 Stunden später hatte ich dann schon Schüttelfrost, abends dann, ich wurde morgens geimpft und abends hatte ich dann schon Schüttelfrost und ja, die Nacht war auch nicht so besonders gut mit 39, irgendwas wahrscheinlich Fieber, hatte auch einen durchgehenden Puls von 110 bis 120 die Nacht, was halt durchs Fieber auch kommt, also die Blutgefäße sind ja erweitert und man rechnet so 1 Grad Körpertemperatur, habe ich mir danach gelesen, irgendwie 15 Pulsschläge mehr in der Minute. Das ist schon, war auch ein Ausschlag mal bis 160 dabei, aber das kann auch ein Messfehler gewesen sein, weil das halt ein bisschen nur am Arm gemessen wird und da kommt schon öfter mal zu kleineren Fehlmessungen. Ja, aber das war schon heftig und ja, das ging dann so, ja, dann, also bei der Impfung haben sie auch schon gleich geschrieben hier, nehmt mal vorsichtshalber 3 Tabletten am Tag verteilt Paracetamol ein, prophylaktisch, also das prophylaktisch kann man streichen, zumindest bei mir, die habe ich sehr gerne genommen, um das einigermaßen im Griff zu halten. Das war schon mit Schweißausbrüchen und so weiter schon. Der zweite Tag war dann auch noch so mit 38 Grad Fieber, aber dann wurde es am dritten Tag, war es dann eigentlich schon wieder vorbei. Naja, dann auch die klassischen Symptome wie, ja, Impfstelle tut weh und ja, aber das ist dann ja harmlos gegen sowas. Ja, also so krasse Fieberschübe hatte ich, glaube ich, zuletzt, als ich mal Windpocken vor 8 Jahren oder so mal hatte. Das war schon
Krass. Wow. Wow. Meinst du, das liegt jetzt nur an dem anderen Wirkstoff, also an AstraZeneca, oder bist du grundsätzlich, auch wenn du so andere Impfungen bekommen hast, irgendwie so impfsensibel? Oder wollen wir das lieber gar nicht versprechen hier in der Öffentlichkeit? Also das sind ja persönliche Daten. Sag ruhig nein, wenn du es nicht bin, redest. Weiß ich nicht. Also meine letzte Impfung, die ich hatte, das war so eine Kombi-Impfung. Da habe ich mich halt nur ganz müde danach irgendwann am nächsten Tag, glaube ich, gefühlt, aber so wirklich gemerkt eigentlich nichts. Also das kenne ich eigentlich nicht, dass ich nach einer Impfung so schon mal reagiert hätte. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt irgendwie dann an dem Wirkstoff liegt oder ob das halt schon irgendwie auch ein Indiz dafür ist, wie eine Covid-Infektion eventuell wirken könnte. Keine Ahnung, ob es da schon irgendwelche Erfassungen gibt. Aber wenn das ein Vorgeschmack war, bin ich froh, dass ich schon mal den Impfstoff habe, weil möchte ich gar nicht wissen, wie das Original dann wirkt. Ja. Lieber die kleine Schwester als den großen Bruder. Oder den kleinen Bruder als die große Schwester. Wie auch immer. Ja. Ja. Oh, das klingt ja echt nicht gut. Nee, ich hoffe auch, dass die zweite Impfung da etwas harmloser wird. Aber das Gute ist, ich hatte ja noch Sorgen, also meine Mutter wurde auch an dem Tag mitgeimpft und also mein Bruder hatte die gleichen Symptome wie ich, wir wurden zu dritt geimpft. Exakt die gleichen. Etwas ging es ein bisschen besser, aber das fand ich auch nicht so toll. Ja, so, warum geht es ihm etwas besser als mir? aber beide hatten dann auch Sorge um unsere Mutter, aber die hatte gar keine Nebenwirkungen. Also tatsächlich kann man bestätigen anscheinend, dass es, also aus dem Einzelfall heraus kann man bestätigen, dass es tatsächlich bei älteren Menschen anscheinend besser ankommt und ich habe ja auch Astra bekommen und war da ja auch nach der ersten Impfung, also ich habe halt irgendwie auch noch Ibu genommen, weil mir gesagt wurde, nimm das mal so prophylaktisch, dann kommt erst gar nichts auf und dann war ich am Abend ein bisschen schlapp und am nächsten Tag auch nicht so ganz fit, aber sonst war auch alles okay bei mir, also da hatte ich keine großen Probleme. Toll. Wie seid ihr denn an eure Termine gekommen? Also bei mir war das der totale Glücksfall. Ich habe 3 Wochen lang versucht, hier ganz regulär über Impfzentrum und Hausarzt und so. Dann habe ich mich am Ende habe ich gedacht, naja, wenn jetzt ab Montag dürfen ja die Betriebsärztinnen da impfen. Dann habe ich gedacht, vielleicht kriege ich dann da irgendwie noch was. Und dann war das jetzt quasi so ein, da war irgendwie plötzlich ein Kontingent aufgetaucht, was noch nicht verplant war. Und das wurde irgendwie mittags bekannt gegeben, dass man, oder nachmittags, das für den nächsten Tag am Abend werden jetzt neue Termine. Und dann habe ich Hals über Kopf, habe ich mich da irgendwie eingetragen und das war wie so ein Kongressticket klicken, weißt du, so und dann hat das plötzlich funktioniert und dann ich merkte, wie mir Wasser in die Augen schoss, weil ich so gerührt war, dass das endlich funktioniert hat. Und in der Nacht konnte ich nicht schlafen vor flotter Aufregung. Ich bin seit 3 Uhr an dem Tag, war ich hier rumgerannt. Also ich war zwar müde nach der Impfung, aber ganz sicher nicht wegen des Wirkstoffs, sondern weil ich die ganze Nacht hier rumgerannt bin vor lauter Aufregung und Glück. Das war sehr merkwürdig alles. Und ich bin immer noch, dass ich denke, du hast am Sonntag hast du noch gejammert, dass du jetzt wahrscheinlich erst im September eine Impfung und zack, bumm, innerhalb von 24 Stunden drehte sich die Welt einmal um und ich bin sowas von happy und das ist, also wie, aber ja, ich habe einfach gequatscht. Nee, wie seid ihr an eure Termine gekommen? Einfach ganz regulär? Also, bei mir war es so, dass der Termin tatsächlich zu mir kam, also ich wurde bei der Arbeit geimpft. Einfach, also wir haben dann. Ah ja, weil du quasi in einem, weil du. Genau, in einem Wohnheim arbeite und da wurden dann auch die Klientinnen geimpft und da haben wir dann, oh Gott, wie lange hat das gedauert? Ich glaube von so 3-4 Stunden dann im 5-Minuten-Takt wurden dann Spritzen in Arme gejagt, so ungefähr. Ich war die Erste bei der Arbeit, also tatsächlich durfte ich ganz am Anfang geimpft werden. Was ich sehr, wir sehr müssen nett das fand. Mal ausprobieren. Wir brauchen eine Freiwillige. Genau, ja, komm mal her. So wurde ich auch begrüßt. So, du bist unser Versuchskaninchen heute. So wurde ich begrüßt. Klasse. Nee, also, nee, ich wenn mich du nachher gefreut, bunte Punkte bekommst, dann sag Bescheid. Genau, nee, ich habe nämlich gedacht, so, oh, jetzt komme ich hierher gefahren und jetzt muss ich da bestimmt irgendwie 2 Stunden rumsitzen und warten. Und nö, ich habe dann direkt und bei der ersten Impfung bin ich dann halt noch bei der Arbeit geblieben, habe mitgeholfen und das war, glaube ich,
der Grund, warum es mir nach der ersten Impfung schlechter ging als nach der zweiten. Weil nach der zweiten habe ich mich dann ausgeruht und langsam gemacht und so und das, ja. Nach ärztlicher Vorschrift. Auf jeden Fall wurden wir dann bei der Arbeit einfach geimpft und deswegen habe ich irgendwie, finde ich es schon so schade, dass ich nie in den Genuss komme, quasi in Tüdelchen so ein Impfzentrum mal von innen zu sehen und sowas. Das hätte mich ja schon irgendwie mal interessiert. Naja. Echt? Eine Turnhalle mit Stellwänden und Stühlen? Ja, also das kannst du dir doch, bau dir das doch mit deinen Küken nach. Also das ist so kompliziert, das ist ja auch nicht. Stimmt, hast du recht. Muss ich mal gucken, ob ich das morgen mache. Nee, aber also mich hätte das schon mal interessiert, da so irgendwie zu sehen, wie das da so abläuft und dafür habe ich das, dass die Impfung zu mir kam und ich nicht hinterherrennen musste sozusagen. Das war auch ein großer Vorteil. Also die Hälfte unserer Mitbürgerinnen sind noch immer unversorgt. Da muss man sich wirklich, also furchtbar, wir sind echt gesegnet. Also danke. Also dem Schicksal, dem Universum oder wer auch immer jetzt für uns hier irgendwie die Weichen gestellt hat, ich finde, ein großes Dank. Gibt noch genug Leute, die Länder, die noch nicht geimpft sind, also die keine Impfstoffe haben, meine ich. Ja, das kommt noch ohnehin dazu. Ich erlaube mir jetzt mal so eine ganz egoistische Perspektive, weil im Moment, also es läuft ja auf so eine Art Wettrennen hinaus. Jetzt wer am intensivsten oder wer am meisten Glück hat oder den richtigen kennt oder so, also eine richtig geordnete Terminvergabe, wie ich eigentlich erwartet hatte. Ich bin so naiv, dass ich wirklich gedacht habe, ich bekomme irgendwann mal einen Brief vom Gesundheitsamt, sehr geehrter Herr Rüster, Sie sind jetzt dran. Setzen Sie sich doch bitte mit unter dieser Telefonnummer zur Sextermin-Absprache mit uns in Verbindung. Irgendwie so, sowas hatte ich eigentlich angenommen, dass sowas passieren würde. Aber ich glaube, da kannst du echt lange warten, bis sowas kommt. Man muss sich echt selber kümmern. Ich hatte das Glück, dass ich halt jetzt gerade passend dann im Praxissemester angefangen habe an der Schule und dann auch die ganze Zeit noch gerätselt wurde, werden die Praxissemester jetzt eigentlich auch geimpft oder nicht und so. Und dann doch relativ kurzfristig klar wurde, nee, wir dürfen auch. Und dann habe ich da auch jetzt echt Glück gehabt, dass ich das noch kriegen konnte. Und da an der Schule ja ein sehr gutes, strenges Hygienekonzept herrscht und da alle ordentlich voneinander getrennt sind, habe ich in der Schule so gut wie niemanden kennengelernt, bis halt auf die Klasse, in der ich bin. Und im Impfzentrum habe ich dann auf einmal so festgestellt, wer eigentlich alles in der Schule ist, weil die alle am gleichen Tag dann den Termin bekommen haben. Und dann habe ich mich mal mit so ein paar Kollegen unterhalten können, was halt vorher gar nicht ging, weil wir uns nie gesehen haben. Obwohl, das ist ja gefährlich, ne? Wenn man das ganze Kollegium zum selben Tag impfen lässt und die dann alle 3 Tage ausfallen, dann kannst du die Schule zumachen. Die haben es halbiert, glaube ich. Ja, war ich so? Bei uns wurden alle an einem Tag geimpft und ich glaube ja, 2 waren leider dann danach auch richtig so mit Fieber und so, die dann auch im Dienst eingeplant waren. Deswegen wurde dann beim zweiten Impftermin wurden dann die Kolleginnen, die nicht sich haben impfen lassen, die wurden dann eingeplant im Dienstplan, damit das nicht ausfällt wenigstens, ja. Jetzt habe ich den Philipp also gerade übersprochen. Also du, bei euch war das auch so. Achso, das habe ich die Vera übersprochen. Herrgott, ich halte mich mal zurück. Macht mal, redet mal. Ich halte mich mal zurück. Nee, ich würde nur sagen, dass die bei uns das dann bewusst irgendwie halbiert haben, glaube ich, oder irgendwie noch aufgeteilt. Aber halt schon immer in so Schüben, dass dann klar war an dem Tag, in dem Kontingent, da sind quasi jetzt erstmal nur Leute von unserer Schule und an einem anderen Tag dann halt der Rest. Und deswegen waren aber halt sehr viele Leute halt da, die ich dann so mal gesehen hatte auf Entfernung, mit denen ich aber halt noch kein Wort reden konnte, weil man halt Abstand hält und so. Ich meine, da natürlich auch mit Abstand, aber man muss ja immer noch mal eine Viertelstunde oder so erwarten, um zu gucken, ob es nicht irgendwie doch eine spontane Impfreaktion gibt. Und dann saß ich da auch mit Leuten in einem Raum, die dann halt auch von der Schule waren und so. Und dann konnte man mal so ein bisschen sich erzählen lassen, was in der Schule eigentlich passiert, wenn nicht gerade Corona ist. Ja, wie lange bist du schon an der Schule? Also anders gefragt, warst du schon vor Corona an dieser Schule oder kennst du sie nur unter Corona? Ich kenne ihn nur in der Corona-Phase. Ich bin jetzt, seit März ungefähr. Verrückt. Das ist irre. Wie war das denn bei dir, Lars?
was genau, wie ich an den Termin gekommen bin. Yes, sir. Ich hatte mich intensiv für einen Verwandten beim Impfzentrum Niedersachsen aufgeregt, weil das anfänglich gar nicht gut lief. Und habe dann, nachdem das dann irgendwann seinen Weg ging, nach mehreren Wochen, immer wieder mal geguckt, was sich ändert. Weil, also das war wirklich auf großes Versagen auf mehreren Ebenen. Und irgendwann sah ich auf der Startseite dort, dass man als Kontaktperson für eine Person mit Pflegegrad tatsächlich in Prio 2 geimpft werden könnte. Und das bin ich tatsächlich, also mit so Verfügungsvollmachten finanziell und Patientenverfügung und tralala. Also es gibt dort einen ganzen Stoß Papier, der mir also einige Dinge ja als Kontaktperson für den Fall, dass üble Dinge passieren, mir eben da Dinge zuwerfen. Ja, und da habe ich dann gesagt, okay, wenn das die Spielregeln aktuell sind, dann... auch wenn das irgendwie blöd ist, wegen des Unglücks eines anderen Menschen nun dort weiter in der Kette voranzukommen, habe ich die Option dann gezogen, habe mich in die Warteliste eingetragen. Und dann kam eine Weile erstmal gar nichts. Dann kam an einem Abend ein, wir haben Sie nicht vergessen, E-Mail von dem System, von wegen, aha, Sie sind weiterhin auf der Warteliste. Aha. Bitte haben Sie weiterhin Geduld. Also Sie sind hier halt noch registriert. Und zufälligerweise am nächsten Tag kamen tatsächlich dann Termine. Und zwar gleich als Paar. Erster und zweiter Termin. Man konnte ja so eingeben, was mögliche Zeitfenster sind. Und ja, der erste Termin war, glaube ich, dann 3 Tage oder so hinter dem Empfang der E-Mail. Und der zweite Tag ist dann eben morgen. Ja, also klassisch über die Warteliste, mit der Begründung dieser Prio 2 wegen Kontaktperson. Ja, also du hast dich ja eben auch selber aktiv gekümmert, ne? Sonst wäre das nichts geworden. Du bist nicht von der Firma oder von deiner Schule oder so dahin gebracht worden, sondern du hast es dich selber gekümmert. Ja, ich weiß nicht, was denn passiert wäre, hätte das eben nicht geklappt. Ja. Also in der Zwischenzeit kam da auch wohl noch mal ein Angebot aus einer anderen Ecke. Das möchte ich nicht ausführen, aber wäre ich nicht dort geimpft worden, hätte ich mich in der Zwischenzeit mit einem anderen Wirkstoff anderswo hätte impfen lassen können. Aber das war eben nicht mehr nötig. Okay. Aber auch quasi auf eigenes Engagement. Also dass das jetzt sozusagen vom Staat für dich fürsorglich gehandhabt wurde, das war auch nicht so. Wie im Sinne von, nee, du kriegst einen Brief und sagst, guten Tag, Herr Lars, Sie sind jetzt dran. So war es halt auch nicht, ne? Ja, das können die aber eben auch nicht wissen, ne? Das muss man ja eindeutig sagen. Ich wäre normalerweise, was wäre ich denn gewesen? Ich glaube Impfprio 4. Ja. Die können ja nicht wissen, dass ich Kontaktperson für einen pflegebedürftigen Menschen bin. Das heißt, das kann nur durch einen Hinweis von irgendwo kommen oder dass ich selber drauf stoße. Und ich fand das so eigenartig, diese Formulierung bei dem Impfportal niedersachsen.de, dass ich gesagt habe, ich finde diese Formulierung widersprüchlich. Dann habe ich mir diese Formulierung bei einer Webseite der Bundesregierung nochmal angeguckt. Die hat sich dann so verstanden, ja, wenn ich will, könnte ich das so verstehen, dass ich damit tatsächlich eine Impfung bekommen könnte. Aber ich habe das Gefühl eher nicht. Und dann habe ich mehrere Leute in meinem Bekanntenkreis gebeten, lest das mal und sagt mir, habt ihr das Gefühl, könnte mich betreffen oder nicht? Und nachdem mehrere Leute gesagt haben, sie verstehen es so, ja, da kannst du dich impfen lassen, habe ich da angerufen, habe gefragt, ist das wirklich so? Das war übrigens das erste und einzige Mal, dass ich da durchkam, telefonisch. 11.6, zufällig. 11.7, diese Nummer da, diese 11.6, 11.7? Nee, Impfportal Niedersachsen, diese.
Ja, und die haben dann gesagt, ja, wenn sie das haben, dann müssen sie die Bestätigung für den Pflegegrad eben haben und eine Bestätigung von der gepflegt werdenden Person, dass sie eine von zwei Personen sind, die also als Kontaktpersonen drin sind. Und wenn sie das Zeug dann mitbringen zu ihrem Impftermin, dann geht das. Da habe ich gesagt, das erscheint mir alles immer noch sehr kurios. Aber genauso ist es dann gelaufen tatsächlich. Ja, es lebe das Eigenengagement. So. Ja, Sebastian, wie war das denn bei dir? Seid ihr auf ein Familienticket eingefahren, auf ein Gruppenticket oder wie? Genau, wie im Freizeitpark. Ja, genau. Mit einem Gutschein für eine Cola und eine Pommes. Familientag im Impfzentrum. Also tatsächlich hätten wir Essen, wurde Essen gereicht, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Hunger. Aber was, wie bei der Blutspende? Ja. So Tasse ungefähr. Kaffee und ein Stück Kuchen? Ich war mir auch nicht sicher, ob das wirklich für uns war, aber so wie ich das hinterher gesehen habe. Wenn es da steht. Nee, hinterher habe ich schon gesehen, dass das sich ja andere Impflinge da auch bedient haben an dem Buffet. Ach, also, was? Ja. Es war auf dem Spargelhof tatsächlich. Was? Ja, da hat der Betreiber anscheinend was springen lassen, keine Ahnung. Wie, du bist am Spargelhof geimpft worden? Ja, also fangen wir mal vorne an. Also, das wird jetzt sehr kurios. Von polnischen Erntehelfern, die haben das mal eben gemacht oder wie? Einfach über die Hausarztpraxis haben wir angefragt wegen meiner Mutter und da hieß es dann, die machen das halt nur über einen Online-Kalender. Also die kriegen halt die Impfdosen und dann unter der Woche tragen die halt dann Termine fürs Wochenende, meistens samstags, ein. Und ja, und da muss man dann halt einfach in dem Kalender sich die Termine klicken, die frei sind und frei werden. Also da war auch nichts, also für AstraZeneca ist ja auch die Impfpriorisierung aufgehoben ab 18. Yeah. Wir hatten auch nochmal extra nachgefragt, ob da jetzt irgendwie eine Warteliste oder so da dabei ist und ja, dann ging das für unsere Mutter und ja, und dann waren auch noch Termine frei, also haben wir dann auch nochmal zwei geklickt für mich und meinen Bruder. Dann war das halt, ja, und das sind dann halt immer an unterschiedlichen Punkten. Teilweise wird das am Bahnhof von unserem Hausarzt gemacht oder halt, am besagten Spargelhof, wo dann halt einfach so ein Zelt aufgebaut ist und dann werden da halt dann innerhalb von 30 Minuten regulär, also nach Termin eigentlich 30 Minuten geht der, aber ich denke mal, da sind auch schon die 15 Minuten einkalkuliert für die Beobachtung, weil im Prinzip waren die 30 Personen nach 15 Minuten durchgeimpft und das ging also recht gut organisiert und schnell von der Hand. Also toll. Also da, wo ich war, das war jetzt organisiert im Rahmen meiner, also in der Nähe meiner Universität, also da, wo ich arbeite, aber es war jetzt nicht es ist eine komplizierte Geschichte, aber es war mehr oder weniger in Kombination mit der Universität und für eine universitäre Veranstaltung da, war das auch sehr gut organisiert. Also ich habe auch gedacht, hui, wir können ja doch richtig gut so zügig arbeiten und einigermaßen gute Prozesse hinbiegen, wenn es eben es auch Not tut. Also manchmal stellen sich ja so solche großen Organisationen ein bisschen komisch an, aber ich muss sagen, ich war überrascht, wie geschmeidig das alles gelaufen ist. Also ja, super. Ja, das. Aber das muss mit, ich. Bitte. Das muss ich von dem Impfzentrum, wo ich gewesen bin in Nordhorn, eben auch ganz klar sagen, dass die Organisation vor Ort wirklich sehr straff und sehr fix und man hat selten irgendwo länger als, es gab eben so unterschiedliche Stationen, wo dann hier Papiere überprüft wurden und einmal kurzes Gespräch mit einer Ärztin und was weiß ich. Ich glaube, ich habe kaum irgendwo länger als 3 Minuten gesessen oder so. Das ist und zack, 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 dann war man am Schluss eben das Einzige, wo man länger gesessen hat, war natürlich nach der Impfung da diese Wartezeit, ob es irgendwie zu so einem anaphylaktischen Schock kommt oder so, diese Sicherheitswartepause. Aber ansonsten das fand ich wirklich beeindruckend, wie geschmeidig das war und was da auch los war. Es war eben jetzt nicht so, keiner da, deswegen läuft, sondern die Bude war gut gefüllt. Also war gut. Ja,
kann ich auch nur sagen. Wir standen draußen in der Schlange, Menschen waren da, gehen dort immer schön mit 2 Meter Abstand, aber es war jetzt keine Schlange, die sich nie fortbewegt, sondern man ist wirklich alle, was weiß ich, 10 Sekunden, 20 Sekunden ist man halt einen Meter nach vorne gekommen. Also es ging, es floss wirklich. Also vielleicht war ich auch in meiner Euphorie total beseelt, das kann auch sein, aber es ging alles so, dass ich denke, also ich war hinterher wieder, als ich zu Hause war, habe ich gedacht, hast du das jetzt geträumt? Du hast doch gerade gestern noch gesagt, dann wirst ja niemals geimpft und jetzt bist du schon fertig, ey, was ist denn gerade alles passiert? Also die Entwicklung hat mich da total überrumpelt und umso glücklicher bin ich gerade. Sehr schön. Ja, aber also ich bin ja jemand, der Bürokratie hasst, also einer von vielen, und diese Sache eben mit den Belegen dieses Pflegegrades und so weiter, diesem Papierstoß, den ich da dabei hatte, also ich war darauf eingestellt, Diskussionen zu führen. Ja. Ja. Also in meinem Kopf war das alles schon in die Richtung abgelaufen, dass ich im Prinzip in die Richtung diskutiere. Ich habe aber mit den Leuten telefoniert und die haben gesagt, das geht. Sowas in diese Richtung. Genau. Weil, wie gesagt, ich fand das alles irgendwie recht schräg. Ja. Naja, die haben sich da durchgeguckt. Ja, alles klar, zack, zack, zack. Und ich so, Moment. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ist, guckt da morgen wieder jemand drauf? Und also sollte ich das wieder mitnehmen? Oder ist, weil jetzt beim ersten Mal ein Check gelaufen ist, das im System drin, ja, wurde schon gecheckt. Also ich nehme es wahrscheinlich vorsichtshalber nochmal mit, weil ich so Bürokratie-Paranoiker bin. Ja. Ich hatte mir auch eine Mappe angelegt mit all den Zetteln und Hinweisen. Ich hatte mich zunächst ja hier in Unna im regulären Impfzentrum von der KVWL, wurde die organisiert, hatte ich mich halt versucht anzumelden. Und die hatten schon allerlei Hinweise und was weiß ich, auch irgendwelche Einwilligungserklärungen, die man schon mal runterladen konnte und so. Das hatte ich schon alles mal ausgedruckt und vorbereitet. Und dann habe ich bei der anderen Stelle, wo ich dann war, da gab es halt auch diese ganzen Geschichten. Das habe ich dann auch ausgedruckt. Dann hatte ich eine Bescheinigung vom Arzt, eine Bescheinigung vom Arbeitgeber. Ich habe eine richtige kleine Akte. Und ich hatte die schon vorne am Eingang gelegt, weil ich auch noch bei der Resterampe mich angemeldet hatte und habe mir gedacht, wenn die jetzt anrufen, dann musst du innerhalb einer Stunde da sein, dann muss ich ja die Klamotten zur Hand haben. Dann hatte ich wie so eine Einsatzmappe, die hing an der Tür. Also habe ich auch gedacht, also langsam drehst du aber auch frei. Also das zweite Ich hat dann so irgendwie mich mal von außen angeguckt. Aber irgendwie hatte ich, genau wie du gerade gesagt hast, Lars, diese Paranoia, du kommst da an und dann sagen die, ja, aber können sie denn auch belegen das? Und dann musst du die ganzen Klamotten ja irgendwie schnell zur Hand haben. Aber gar nicht, war total, also ich habe irgendwo 2 Kreuze gemacht, dann haben die dort angeguckt, genickt und das war's. Also das war sowas von unkompliziert, dass ich es fast selber nicht glauben konnte. Das ist irre. Toll. Ja, also allen Menschen, die da draußen in Impfzentren, Impfstellen, Hausarztpraxen, wo auch immer, beim Auto, Drive-In oder so, arbeiten und anderen Menschen dazu verhelfen oder auch in der Verwaltung, das ist sicherlich auch nicht so einfach. Auch die Entwicklerinnen und Programmiererinnen, die da diese Software zusammendengeln, ganz, ganz herzlichen Dank für den Einsatz. Also ich bin im Moment, ich könnte im Moment alle umarmen und küssen, natürlich mit Abstand, weil ich einfach so happy bin. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass das irgendwie vor Herbst noch irgendwas wird, weil die Prognosen sind ja jetzt nicht besonders gut. Also offizielles Impfzentrum, die hatten seit ich begonnen habe, da Termin zu suchen, hatten die keinen Zweitimpfungstermin mehr in ihrem Kalender, und die haben den gesamten, bis Juli hatten sie noch in der Ansicht, aber den August schon gar nicht mehr in der Ansicht, wo ich schon dachte, ach du Scheiße, die bauen das Ding jetzt bald ab, und dann musste erst mal gucken, wo du dann was bekommst, weil mein Hausarzt hatte auch schon gesagt, naja, wir können sie gerne auf die Liste setzen, aber die ist lang und wir bekommen nur immer hin und wieder irgendwie was, also das ist alles nicht planbar. Und ich habe gedacht, super. Aber jetzt holt er die Polter. Super. Aber das Beste ist ja Impfstechen auf dem Spargelhof. Wer Spargel stechen kann, der kann auch Dosis stechen. Kann auch Serum stechen. Großartig. Sagtest ja, gut, dann du Dosen stechen? Dosis. Ja gut, Dosen stechen auch. Okay. Habe ich mich verhört und fand es aber trotzdem lustig.
Ja gut, dann wollen wir diese spritzige Runde zum Thema Impfen vielleicht abschließen und gucken mal, was wir hier in unser Köpfchen gelegt bekommen haben. Dann kommen wir einfach mal zur neuen Ernte. Also, wir hatten in der letzten Folge die Maike zu Gast, die hat ja über die Hafenrundfahrten, die speziellen Hafenrundfahrten in Hamburg und ihr Podcast-Angebot dazu berichtet. Dazu gab es ziemlich viel auf Twitter, ziemlich viel positive Rückmeldung und Maike hat dann auch noch getwittert, dass sie jetzt beim Norddeutschen Rundfunk in die Talkshow mit Frau, wie heißt die Frau wieder, eingeladen worden ist. Ja. Maischberger? Nee. War das nicht Barbara Schöneberger auch? Schöneberger, ja genau. Jetzt ja. Werde ich so. Genau, wir haben doch gerade noch vorher darüber geredet. Genau. Und jemand schrieb, ja, das ist ganz üblich, wenn man vorher im Sendegarten war. Nee, das hat die Schasarella geschrieben. Das war ganz üblich, wenn man vorher im Sendegarten war, dass man dann natürlich auch noch die Karriere hochgeht. Der Wahrheit halber, Maike hatte das vorher schon gesagt, dass es diesen Termin gab. Aber wir haben ihn einfach nicht erwähnt, weil sie mochte nicht die Sachen so an die große Glocke hängen. Und natürlich auch ne, erstmal gucken, erstmal Ei, dann Gack. Also wenn es nur so hören sagen, ist es immer schwierig davon zu erzählen. Jetzt hat sich das also bewahrheitet und ich finde das total klasse und wünsche da auch ganz viel Spaß dabei. Also das ist irgendwie die wurde im Termin genannt. Sie wird nochmal, also folgt am besten alle Maike im Hafen, dem Twitter-Account, da wird sie zur gegebenen Zeit darauf hinweisen, wann das gewesen ist. So, aber in der Sendung davor, also zu der Maike im Hafen, haben wir gleich noch einen Kommentar, aber davor hatten wir ja über das Deutsche Rote Kreuz gesprochen, unter anderem. Und da war der Martin da und da hat noch der Max Schneider uns einen Kommentar geschrieben, also zur Ausgabe 121. Sebastian, hattest du den vorgenommen, wohl? Ja, genau. Ahoi, zum Thema Gleichbehandlung von verletzten Personen. In der Serie Mesh gab es auch immer wieder Folgen, wo verletzte Soldaten sich beschwert haben, warum die verletzten Nordkoreaner vor ihnen behandelt werden. Schließlich müssten doch die eigenen Leute zuerst drankommen, statt dem Feind. Das wurde dann von Hawkeye, Trapper und BJ damit begründet, dass die schwerwiegenden Fälle einfach Vorrang haben, egal wer sie sind. Meist gab es noch irgendeinen Spruch dazu, der die Einstellung des Arztes unterstreichen sollte. Etwas ernster wurde es, wenn ein Soldat schon so schwer verletzt war, dass die Verarztung seiner Wunden ohne Erfolg gewesen wäre und die Zeit dafür bei Patienten mit besseren Chancen gebraucht wird. Wohlsein. Dankeschön. Also das Prinzip Hilfe da, wo sie am notwendigsten ist, gibt es eben auch an den Stellen, die der Max Schneider da gerade erwähnt hat. Ich kann mit den ganzen Begriffen nicht so richtig viel anfangen. Das sind wahrscheinlich so eigene Welten irgendwie oder eigene Filmserien. Aber egal, das Prinzip zählt ja. Also egal, ob du jetzt Freund oder Feind bist, dir steht erstmal Hilfe zu. Es wäre jedenfalls der Wunsch. An den Außengrenzen Europas sieht das Ganze immer manchmal ein bisschen anders aus, aber das ist ein trauriges Thema, das wir jetzt hier nicht aufgreifen wollen, glaube ich. Kommen wir lieber zu was Erfreulichem. Also erstmal Dankeschön, Sebastian. Ja, dass du gerne. Und auch Dankeschön, Max Schneider, dass du uns den Kommentar geschrieben hast. Und damit kommen wir dann zu dem Kommentar der letzten Episode, also da, wo Maike da gewesen ist. Da hat sich nämlich Mini Lancelot gemeldet mit einem recht langen Text. Aber den hören wir uns trotzdem mal an. Die Vera wollte uns den vortragen. Yay, genau. Hallo liebe Sendergärtner und ein Moin an Maike. Da habe ich mich riesig auf diese Folge gefreut, als ich las, wer bei euch zu Gast war. Seit fast der ersten Folge höre ich Maike im Hafen und sitze genau wie du, Martin, bei Google Maps am Rechner, um den Erklärungen von Maike zu folgen. Jede Folge wird dadurch erstmal ganz nach oben im Player verschoben, dass sie nicht aus Versehen gelöscht wird, um dann bei einer ruhigen Minute daheim am Rechner den Ausführungen von Maike zu folgen. Auch ein paar Marker habe ich mir schon bei Google Maps gesetzt mit Verweis auf den jeweiligen Podcast, damit der nächste Hamburg-Besuch wieder ein paar neue Ziele hat. Hier findest du, Martin, jedenfalls die angesprochenen Hochspannungsleitungen, die du nicht gefunden hattest. Bei der Folge habe ich aber auch lange gesucht und auch zuerst übersehen. Dann folgt ein Link.
Auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass ein großer Jobwechsel geglückt ist. Maike wünsche ich jedenfalls, dass es jetzt wieder mit Hafenrundfahrten losgehen kann. Für den Podcast bin ich gespannt, was für neue Ideen von Maike umgesetzt werden und warte wieder auf das Tuten von der Kap San Diego. Aber auch so Interviews mit Lotsen und Kapitänen kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Buch ist jedenfalls auch mal vorgemerkt und wünsche der Maike viel Erfolg damit. Vielen Dank an das Sendegarten-Team, dass ihr eine für mich interessante Person auf die Gartenbank eingeladen habt. Natürlich wird beim nächsten Hamburg-Besuch eine Hafenrundfahrt bei Maike gebucht. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ganz, ganz herzlichen Dank. Euch beiden, Mini Lancelot und dir für das Vortragen hier. Das fand ich ja total niedlich, dass sie gesagt hat, ja, die Leitungen waren halt doch da. Ich habe sie dann am Ende bei OpenStreetMap, ich hatte das ja zwischendurch erwähnt, dass vielleicht die etwas feingliedrigere Auflösung haben könnte, habe ich dann später nochmal nachgeguckt und ich habe tatsächlich zwei parallele Linien gesehen, die so gerade sind, dass es eigentlich nur Stromleitungen sein können. Auf Google Maps habe ich sie tatsächlich nicht gesehen, aber wenn Mini Lancelot sagt, die sind da, dann sind die da auch. Also das glaube ich jetzt mal. Sie hat ja auch einen Link da reingetan. Ich habe den Link gerade geöffnet, man sieht sie ganz leicht, aber man sieht sie. Echt? Ja. Okay, da habe ich wahrscheinlich nicht entweder zu hoch oder nicht tief genug reingescrollt, je nachdem. Oder ich war an der falschen Stelle, kann auch sein. Also das ist total schön, sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Und danken möchte ich auch einem Hörer, der in die letzte Episode reingehört hat. Und am Ende, wo wir irgendwie nochmal so ein bisschen rumgesponnen haben, dass man ja vielleicht eine Hafenrundfahrt vom Sendegarten machen kann, gedacht hat, okay, dann kaufe ich denen jetzt mal Tickets für ihre Hafenrundfahrt. Und wir haben tatsächlich 5 Tickets für die Hafenrundfahrt geschenkt bekommen. Ja, also, und ich habe gedacht, ich träume. Es kam eine E-Mail und dort waren im Anhang dann 5 PDF-Dateien mit entsprechenden Hinweisen und so weiter. Also das, was wir uns da ausgedacht haben, dass wir vielleicht irgendwann mal gemeinsam, wenn diese komische Pandemie das uns gestattet, dann mal Hamburg unsicher machen. Das ist jetzt sehr auf einmal konkreter geworden als erwartet. Das ist total, total schön. Es war noch ein langer Brief dabei, nehmen wir jetzt mal, da ging es vor allen Dingen auch darum, dass der Sendegarten jetzt irgendwie bald im Juni 5 Jahre alt wird oder so. Ich muss gestehen, ich habe das überhaupt nicht vor Augen. Da hat sich der Hörer viel mehr Gedanken darüber gemacht als ich selber oder ich glaube einer, Lars, Sebastian, du bist ja von Anfang an dabei. Hast du das vor Augen, dass wir 5 Jahre auf Sendung sind? Nee, ich wusste, dass wir irgendwann im Sommer gestartet sind, aber dass das jetzt schon 5 Jahre her ist, das war mir tatsächlich auch nicht so wirklich bewusst. Wahnsinn, ne? Ja, und Lars ist ja auch ein bisschen später dazu gestoßen, Vera auch. Also die Gründungscrew war ja noch eine andere, genau. Aber egal, die Dinge verändern sich und das verändern sich auch zum Guten, das ist schön. Ja, vielen Dank für den langen, langen Brief. Es stand ja extra drin, wir sollen ihn nicht komplett vorlesen, genau. Ich weiß noch nicht genau, welchen Teil wir mal irgendwann da herauslesen, vor allen Dingen, wenn es um Jubiläum geht, weil ich das tatsächlich nicht vor Augen hatte. Aber ganz, ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Aber nochmal, das ist alles total lieb und schön mit den Spenden und so weiter. Und der Hörer hatte ja auch gleich dazu geschrieben, ihr könnt euch auch verfallen lassen. Also es soll euch nicht zu nichts verpflichten, das ist total lieb. Nur grundsätzlich, also Spenden, wir freuen uns über jede Postkarte oder jede Ermutigung, aber gebt das Geld doch lieber Leuten, die es wirklich brauchen. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich freue mich wie ein Schnitzel, aber trotzdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn so teure Sachen entgegengebracht werden hier. Naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ein dickes Dankeschön dafür. Ja, genau. Danke. 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 Gut, so, jetzt haben wir eine Stunde lang fröhlich geschwatzt, aber jetzt kommt der eigentliche Schwatz, nämlich wir kommen mal auf die Gartenbank. Wie eingangs erwähnt, hat der Philipp heute auf eine spontane
Anfrage oder ein Ruf in die Weite reagiert und gesagt, oh, die Bank ist frei, ich nehme gerne Platz und da ist er. Hallo Philipp. Hi. Ja, es Wer bist du? Was machst du? Nochmal, bitte, sprich erstmal deinen Satz zu Ende. Ich bin heute sehr unhöflich. Boah. Nee, ich sage, es war jetzt ein Riesenzufall, weil ich eigentlich echt nicht viel auf Twitter aktiv bin und dann also da vielleicht mal so kurz reinschaue und mal gucke, was jetzt gerade so ganz oben steht bei mir und dann war das zufällig jetzt der Post. Also Schwein gehabt. Wahnsinn. Wie das Schicksal ist, oder das Universum es manchmal so möchte. Das Universum, genau. Ja gut, also die Frage, wer bist du, was machst du? Also du bist auf jeden Fall Sendegartenhörer, das können wir schon mal sagen. Wie bist du auf dieses schmale Brett gekommen? ja, ich habe halt irgendwann angefangen, nach Podcasts zu suchen. Unter anderem auch wirklich mal sehr aktiv nach Fiction-Podcasts, die ich gerne hören wollte. Und habe dann angefangen, euch zu hören, beziehungsweise ich habe euch teilweise mehr gelesen als gehört. Also einfach die Shownotes durchgearbeitet. Weswegen? Wegen des Science-Anteils oder wegen des Fiction-Anteils des Sendegartens? Nö, einfach, nein, ich habe euch gehört, weil ich über euch Sachen finden wollte. Böse Frage. Nein, okay. Also ich werde über euch schon. Fiction-Podcasts finden. So, ja, ne, weil die ja, das war ja klar, aber es, ja. Entschuldigung. Alles gut. Ich werde mich bemühen, jetzt mehr seriöse Fragen zu stellen, alles klar. Ja, das sind die Hörer doch gar nicht gewohnt. Nee, aber, danke. Oh Gott. Ja, du hast recht. Nee, aber das, deswegen habe ich halt bei euch dann viel ja, gehört und auch sehr viel einfach nochmal bei alten Folgen die Shownotes durchgelesen und mir wirklich dann alle Podcasts, die ihr da irgendwie mal erwähnt habt und so, dann wirklich alles mal durchgeklickt, was irgendwie noch spannend war und so. Bin dadurch auch auf einen meiner Lieblingspodcasts gekommen, die Kack- und Sachgeschichten, die ihr vor, ich weiß nicht, Ewigkeiten mal erwähnt haben müsst. Also vielen, vielen Dank dafür, auch für die ordentlich geführten Shownotes, weil das alles nachhören ist dann doch ein bisschen viel. Also da merkt man schon, dass das ganz gut ist mit den Shownotes. Ja, ja, und deswegen das, höre ich. Du hast mir das ja vor einiger Zeit oder uns vor einiger Zeit das mal geschrieben, dass du diese Shownotes so nutzt. Und da habe ich gedacht, ich habe das, glaube ich, an einem Wochenende gelesen, wo ich wieder hier gesessen habe und gedacht, warum zum Geier machst du jetzt hier 4 Stunden lang editieren von irgendwelchen Sachen und nachhören und so? Das interessiert doch keine Maus, lass es doch einfach weg und dann kriegst du eine Mail oder so ein Tweet, wo drin steht, das ist total super, dass ihr so tolle Shownotes habt. Ah, okay, es lohnt sich halt doch. Also das war das kam genau in der richtigen, so richtigen Zeit, muss ich sagen. Danke. Ja, ich kenne das ja auch bei mir, dass ich mit diesem ganzen Drumherum, der irgendwie überhaupt keinen Bock habe und ich jedes Mal überlege, ja, ich habe bei mir immer nur so 3 kleine Kapitelmarken drin, machst du die jetzt noch oder lässt du sie jetzt auch eben weg, weil ist eigentlich auch egal und man muss sich dann doch immer zwingen, weil irgendwem bringt es dann doch was. Ja, wenn das zum Beispiel irgendwie dir. Ordentlich ist. Ja. Ja, genau. Nee, genau, und auf die Frage, was ich mache, ist halt, ich mache 2 Podcasts hauptsächlich. Einmal den 2 Fremde ein Gedanken Podcast. Das ist so ein ganz klassischer Laber-Podcast. Ich habe mit einer, mit Anel, heißt die, mit der ich das zusammen mache, wir haben uns über Sendegate kennengelernt und gesagt, wir wollen jetzt einfach mal einen Podcast machen und uns darüber kennenlernen. Habe ich das richtig verstanden? 2 Fremde ein Gedanke? Genau. Oder 2 Freunde ein Gedanke? Zwei Fremde. Wie wir beide jetzt hier. Okay. Aha. Genau. Okay. Genau, wir kannten uns halt nicht und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal das Kennenlernen zum Podcast-Programm und mal gucken, wie lang es läuft. Hätte auch sein können, dass wir nach einer Folge sagen, Arschloch, lass es. Aber es ist gut. So ein bisschen wie der Brathering-Podcast von dem Tobias und dem Ole. Die haben sich auch erst im Podcast kennengelernt. Das war auch sehr witzig. Und inzwischen können die, glaube ich, nicht mehr ohne einander. Also das hat sich gut entwickelt. Genau, und dann machen wir halt relativ viel Quatsch und so und dann mache ich halt so hauptsächlich, also weswegen ich überhaupt dann in das Podcasting so eingestiegen bin, mache ich den Afaldra-Podcast, das ist ein Fiction-Podcast beziehungsweise Fantasy-Podcast, der spielt komplett in einer selbstgeschriebenen mittelalterlichen Fantasy-Welt, so in Richtung Game of Thrones oder Herr der Ringe, so vielleicht kann man das vergleichen. Und da lade ich mir dann immer Gäste ein und die übernehmen dann eine Rolle, also die denken sich eine Figur aus für die Welt und spielen dann diese Figur und werden dann von meiner Figur interviewt. Und in dieser Welt gibt es dann natürlich keine Podcasts, weil wäre ja nicht mittelalterlich, sondern Ohrwurmsendungen. Das sind dann also so kleine Glühwürmchen
auf die man quasi drauf spricht und dann steckt man die sich ins Ohr und dann wird wiedergegeben, was gesagt wurde. Lecker. Ich stecke mir ein Glühwürmchen ins Ohr. Na gut, okay, das ist so ein bisschen wie der Babelfisch beim bei Anhalter durch die Galaxis. Genau. Das sah auch mal fies aus. Okay, also, okay, zwei Fremde, ein Gedanke. Man setzt sich hin und redet zusammen über, was gerade so ansteht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber eine Fantasy-Welt, die du dir selber ausgedacht hast und dann in dieser Welt Interview machst, das ist schon was Spezielles, finde ich. Also deine Gäste müssen sich auch darauf einlassen, dass sie dann da diese Geschichte mitspinnen, mitentwickeln, oder? Also total. Also die Idee ist auch einfach, dass das, also ich bin zu faul, das alles auch selber zu schreiben. Das heißt, hast du das entsteht weiter? Ja, nee, das entsteht einfach im Podcast. Also beziehungsweise die Leute können sich natürlich, wenn sie Bock haben, auch viel vorbereiten und dann bauen die sich da irgendwie schon irgendwelche Städte und so, dann gucke ich halt irgendwie, was ist noch frei, ne, wo können wir noch eine Stadt gebrauchen und so, dann kannst du da gerne was zusammenbauen und dir was überlegen. Das ist dann natürlich total klasse, aber sonst ist auch sehr viel Impro, das heißt, wenn irgendjemand irgendwas im Podcast sagt, dann ist das ab dem Punkt dann so. Also ich hätte jetzt zum Beispiel heute noch eine Aufnahme gemacht mit Lothar hier vom Bienengespräche-Podcast und ja. Der meinte auch, der hat jetzt keine Erfahrung mit Fantasy, so ist das überhaupt nicht sein Ding. Aber sagt, ne, kein Ding, ich will einfach nur ein bisschen was über Bienen hören und dann überlegen wir vorher mal ein bisschen, wie kann man da ein bisschen Magie reinbringen. Und dann hat er halt irgendwie was von Bienen erzählt und dann haben wir noch gesagt, okay, aber da gibt es halt verschiedene magische Bäume auch in der Welt. Und wenn die Bienen jetzt da bei diesen magischen Bäumen dann irgendwie die Pollen holen für den Honig, dann ist der Honig dann halt auch magisch. Und dann kann man da irgendwie sich seinen Tee mischen mit irgendwie den gute Laune Honig oder mit dem Zankapfel Honig und dann ja, wird man aggressiv. Zankapfel Honig, so. Gibt's den wirklich? Oder ist das jetzt eine Fantasie? Schon. Nee, natürlich also, nicht. Zankapfel Honig, das finde ich, das ist total schön. Zankapfel Honig. Nein, in der Fader gibt's das halt jetzt. Und ne, sobald man was spontan da sagt und es passt irgendwie ins Worldbuilding, also zur Not rettet natürlich der Schnitt. Aber wenn es irgendwie da reinpasst, dann ist das halt einfach ab dem Punkt ja, Teil der Welt. Also auch, der meinte heute so, sag mal, wie ist das bei dir eigentlich mit den Jahreszeiten? Ich so, ja, habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ist das okay, wenn wir 6 Jahreszeiten machen? Ja, mach mal, pass schon. Jetzt habe ich also 6 Jahreszeiten in der Faldra. Okay, und hast du dann da irgendwie ein Archiv oder wo du diese ganzen Entwicklungen dann auch für spätere Gäste irgendwie konservierst? Also ich habe für mich so ein kleines Wiki zusammengebaut. Ja. Also auf so einer, da geht's also so ein ganz zum Angebot, wo es eigentlich irgendwie um Teamwork irgendwie bei irgendwelchen Businessunternehmen geht oder so, und da konnte man sich halt, wenn man nur ein Nutzer ist, da irgendwie kostenlos was klicken. Und da habe ich mir dann irgendwie so ein kleines Wiki gestellt, dass ich den Überblick habe. Wollte das auch immer aktuell halten mit den Folgen, das läuft noch nicht so gut. Da versuche ich noch irgendwen zu finden, der Bock hat, mir da irgendwie die Folgen zusammenzufassen, weil ich schaffe das einfach zeitlich nicht. Und wenn jemand dann also irgendwie sagt, ich möchte gerne das und das machen, also gerne über dieses und jenes Thema reden, dann gehe ich da in dieses Wiki, stelle daraus dann, bastel mir daraus dann so ein Dokument zusammen, was ich denen dann schicke, und dann hat er da alle nötigen Infos einmal drinstehen. In dem Tweet, den du damals geschrieben hast, wo du so ein bisschen über das Projekt berichtet hast, sagtest du, es also so richtig populär oder sagen wir, bekannt ist das noch nicht, aber deine Vermutung war, es muss doch da draußen so viele Nerds geben, die sich für so ein Thema eigentlich brennend interessieren. Wie bist du denn an die, du hast doch glaube ich jetzt irgendwie um die 25 Episoden oder so, habe ich doch irgendwie mit einem halben Auge gesehen. Gute Frage, ja, ich glaube auch so 20. Wie bist du an die 20, Leute gekommen 20. bisher? Ja, das war viel Sendegate, dann habe ich mal so ein bisschen bei Facebook gefragt nach so in den Rollenspielgruppen und so, ob irgendwer nicht mal ein Mikro hat und dann Bock hat, da irgendwas auszuprobieren. Dann schreibe ich einige Leute auch einfach dann sehr direkt an und battle um Aufmerksamkeit. Also wenn hier das jemand hört, gerade der selber einen Podcast hat und er hat schon mal eine sehr verstörende, viel zu lange komplizierte Mail von mir bekommen und wusste nicht, worum es geht, hi, sorry. Sehr gut gesagt. Ja, weil das halt auch so ein absurdes Konzept ist erstmal. Also das kennt man halt nicht, deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich mache ja sowas wie der und der, ne? Sondern genau. Man muss es ja dann doch immer erklären, weil es zumindest im deutschen Raum halt sowas nicht gibt, was mich einfach mega irritiert, weil ich dachte, gut, ne, sowas muss ja keine eigene Welt sein, aber ich dachte irgendwie so,
weiß ich nicht, ne, den Personal Podcast von einem Ork aus Herr der Ringe oder den radiofreies Erdruß hattet ihr auch mal hier zu Gast. Die hätten das ja auch mal ihren Titel ernst machen können und ein Radio aus der Welt irgendwie eine Radiosendung gestalten können oder sowas. Also halt wirklich in der Welt. So, da dachte ich eigentlich, das müsste es geben. Deswegen hatte ich auch euch damals dann so bei euch erstmal durchgeklickt, weil ich nach sowas gesucht habe und dann irgendwann festgestellt, das gibt's nicht. Und dann war ich erstmal pisst und habe dann irgendwann gesagt, weil ich dann auch aus in meinem Studium und so da mal angefangen hatte, mich mit Tolkien und so zu beschäftigen und dann irgendwann gesagt, jetzt schreibe ich mal selber eine Welt und dann hatte ich schon irgendwie so ein paar Grundlagen und habe ich gesagt, jetzt kann ich da auch einen Podcast draus machen. Ja, total klasse. Klappt das denn? Also wie bist du denn jetzt zum Beispiel in den Lothar gekommen? Weil der auch Lehrer ist? Habt ihr da eine Lehrer-Lehrer-Verbindung irgendwie? Nee, oder? Ich habe den angeschrieben direkt. Also ich. Ach so. Bei dem habe ich einfach geguckt, weil der halt wirklich so ein ganz enges Thema hat. Und da weiß ich dann immer, gut, da die müssen dann eigentlich nicht viel vorbereiten, wenn die in dem Thema drin sind. Und ich dann einfach vorher so ein bisschen mit denen noch, ne, da so ein bisschen Magie im Vorgespräch reinbringe, da müssen die jetzt nicht irgendwie groß viel planen. Und dann ist das alles ganz, ganz locker und gut gelaufen. Und dann musste der jetzt, also hat er, wie gesagt, kam rein, haben irgendwie ein Viertelstündchen vorher besprochen, worum es denn so gehen soll. Und dann ging das ganz gut. Also wenn man jetzt selber nicht so ein Thema hat, was man da irgendwie übertragen will oder kann oder so, dann gibt es auch einige, die sich halt deutlich, deutlich krasser vorbereiten, wo, also hier zum Beispiel Martin vom Staatsbürgerkunde-Podcast war einer der ersten, der so nett war, mir da zu helfen und ist jetzt auch Dauergast bei mir, also das ist schon ganz angenehm und der, da bin ich dann immer völlig baff, weil ich mir denke, also entweder bereitet er sich so extrem gut vor, dass der gefühlt irgendwie 3 Monate mit der Vorbereitung völlig beschäftigt sein muss. Oder der ist einfach so gut im Improvisieren, dass das einfach unglaublich und alles dann irgendwie geplant wirkt, weil der macht das richtig gut und dann bin ich dem mal echt ganz dankbar, dass man dann auch mal Leute dabei hat, die dann natürlich Bock haben, sich da so krass reinzusteigern, was natürlich überhaupt nicht sein muss. Ne? Also ich nehme natürlich auch ganz gerne die Gäste, die einfach sagen, hier eine halbe Stunde Vorgespräch, da bauen wir irgendwie schnell was zusammen und dann passt das, wenn es klappt. Aber natürlich sind dann diese Leute, die sich da sehr viel Mühe geben, die dann die Welt natürlich auch ein bisschen weiter voranbringen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, die Welt größer zu machen. Mhm. Wo kommt denn der Name her, Afaldra? Hast du dir den selber ausgedacht? Ich habe sehr viel gesucht und ich habe mich sehr oft mit so Althochdeutsch und so dann bei so Namen für Länder und so am Althochdeutschen bedient. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwelche althochdeutschen Wörterbücher durch im Internet und so, habe da nichts gefunden. Und dann habe ich eine Freundin gesagt, die soll mal gucken. Und dann meinte sie, ja, wieso, ne, ganz oben, ne, Althochdeutsch, Wörterbuch, Afaldra, Apfelbaum, passt doch. Apfelbaum heißt das? Ach, das Gartenthema schlechthin. Ja. Guck mal, das passt ja. Also, ja, alles Fügung hier. Wie ist das wirklich unglaublich? Und so ein Baum geht ja mythologisch immer. Also, ne, nehmen wir mal eine Mythologie, in der nicht irgendwie ein Baum eine wichtige Rolle spielt. Also ist schon ganz gut. Dann kann man doch gucken, was das nachher bedeutet. Ja, ich hatte die Tage noch eine Diskussion über hier dieses angebliche Luther-Zitat. Ne? Wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist wohl gar nicht von Luther ist. Ich wollte eigentlich mal wissen, was der Sinn vom Ganzen eigentlich sei, aber so weit bin ich gar nicht gekommen, weil die Experten sich darüber streiten, von wem das denn jetzt eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann behaltet eure Weisheit für euch. Aber gut, Afaldra, der Apfelbaum. Schön, das ist schön. Das ist schön. Aber jetzt nochmal, ich kann mit so Fantasy-Welten, Herr der Ringe, hier Hobbits und so weiter, kann ich so wirklich null anfangen. Ich muss gestehen, ich habe alle diese Bücher damals, als die so rauskamen, da war ich gerade in der Schule, Oberstufe, glaube ich, oder so, da gingen die von Hand zu Hand und alle waren total geflasht. Alle haben das gelesen, wie später dann Harry Potter. Das ging genauso von einem zum anderen. Und mich hat das komplett kalt gelassen. Ich habe irgendwie 3 Seiten davon gelesen und dachte, nee, ist nicht meins. Erzähl mir doch mal, was die Begeisterungsfähigkeit dafür ist. Warum interessiert dich so eine fiktive Welt? Ja, schön ist einfach, dass man damit Themen aus der echten Welt nochmal auf einer ganz anderen Ebene verhandeln kann. Ne, genauso wie im Science Fiction dann natürlich auch dann meistens Zukunftsthemen behandelt werden, was man im Fantasy ja auch dann indirekt machen kann, also weil, ich sag mal, zwischen jetzt einer neuen Technologie im Science-Fiction oder irgendwelchen magischen Gegenständen ist dann ja auch nicht immer so ein krasser Unterschied,
Aber man kann natürlich auch ja, einfach ganz andere Sachen machen und so ethische Themen damit verhandeln. Und ja, also zum Beispiel, ich studiere auch, also ich studiere Sonderpädagogik und habe dann da halt die zwei Fächer, also das ist ja ein Lernstudium, habe dann noch die Fächer sprachliche Grundbildung, also Deutsch und katholische Religionslehre. Und da hat man dann halt auch immer noch ganz viel irgendwie dann damit zu tun, was man eigentlich beim Lesen von Sachen dann noch alles mitverhandelt. Ne? Dann geht es ja auch darum, dass Lesen auch wieder irgendwie eine Probehandlung ist. Und wenn du was liest, dann erlebst du es auf eine andere Art, aber auch irgendwie dann mit. Und dann kannst du darüber also deine ganz eigene Art dann, ja, dann deinen eigenen Abenteuer quasi miterleben und aber halt auch dann dich selber damit irgendwie weiter formen und weiterentwickeln. Und wenn das immer realistisch sein muss, ist es halt mega eingeschränkt. Und sobald du in diesen ganz unrealistischen Bereich gehst, stehen dir halt Welten offen, im wahrsten Sinne. Ich wundere mich eigentlich auch bei mich selber, weil zum Beispiel, wenn ich so an Star Trek denke, also sowas wie den Replikator, irgendeine Maschine, wo da einfach rauskommt, was man halt ansagt, ne? Also ich will, was weiß ich, Wiener Würstchen haben oder so, zack, bumm, fallen die da raus. Oder ans Beamen, also einfach so sich selber in seine atomaren Bestandteile zerlegen lassen und dann an einem anderen Ort wieder zusammensetzen. Das ist ja auch irreal eigentlich. Damit habe ich keine Probleme. Aber mir so vorzustellen, dass irgendwelche so in so Lumpen oder in so Gewänder gehüllte Gestalten durch irgendwelche düsteren Wälder ziehen und irgendwelche Ringe in irgendwelche Vulkane werfen oder so, das geht mir total ab. Da habe ich null. Ja. Also das sagte mal der Danny vom wie heißt denn der Podcast? Audiophil Podcast. Der sagte immer, wenn da Wesen mit drin vorkommen, die haarige Füße haben, dann ist das nichts für ihn. Und als er das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, das ist genau mein Kriterium. Haarige Füße, nein. Schöne Grüße an Danny. Ich verstehe es selber nicht, aber es zündet einfach nicht bei mir. Aber ich finde es ja gut, das ist ja das Schöne, die Welt ist groß, ne? Und für jeden ist was dabei, dass es für dich eben so schön ist und funktioniert. Ja, und man muss ja auch nicht, also ich hätte jetzt schon einige Leute da, die mir gesagt haben, der mit Fantasy so erstmal gar nichts zu tun, aber man kriegt es halt trotzdem hin, das dann immer nochmal so zu drehen, dass da irgendwie dann was dabei ist, was da irgendwie dann doch interessant ist. Und wenn es jetzt nur einfach ist, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Lehrer dabei hätte, dann würde ich sagen, hier, entwerf doch mal ein Schulsystem, so wie du es gerne hättest. Oder entwerf eins, wie du es maximal scheiße findest. Ne, da kann man ja auch wirklich mal alle Sachen so durchgehen und dann einfach mal überlegen, okay, wie würde ich denn jetzt eigentlich damit umgehen, wenn es denn so wäre? Und das ist dann immer so ein ganz schönes Ding, was so dieses Probehandeln dann auch eigentlich nochmal auf die Spitze treibt. Ich muss auch sagen, dass ich diesen Podcast eigentlich nur mache, weil es ihn halt so nicht gibt, sonst nicht gibt. Also hätte ich was anderes gefunden, würde ich ihn wahrscheinlich so nicht machen. Und ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass sich irgendwann mal diese die Hörerschaft so weit aufbaut, dass immer mehr Leute mitmachen wollen und ich irgendwann eigentlich selber gar nicht mehr im Podcast vorkomme, sondern einfach nur noch dahinter sitze und so die Fäden zusammenhalte und mir dann schöne Podcasts anhöre und ab und zu mal als Gast irgendwie vorbeischaue. Weil ich den Podcast eigentlich nur hören will. Ich will den eigentlich nicht unbedingt. Also ich muss nicht machen. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen von der Machart her an Puerto Partida. Also, dass sich da durch die Aktion der Hörenden selber eine Welt gestaltet. So, das, also, es stimmt nicht ganz, weil Johannes hat ja da auch relativ viel, oder die Puerto Partida Geschichten Ausdenkenden, die haben sich da schon recht viel vorgegeben. Aber allein durch die Hörerinteraktion da, also ob man jetzt, was weiß ich, etwas genommen hat oder etwas nicht genommen hat, hat sich ja die Geschichte schon weiterentwickelt und verändert. Also erinnert mich so ein bisschen daran und das war ja, also da gab es ja genügend Leute, die mit großem Eifer und Freude da mitgemacht haben. Also vielleicht liegt es bei dir wirklich daran, dass das noch nicht so bekannt ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es viel mehr Menschen gibt da draußen, die an so einer Idee richtig viel Freude haben, also die nicht so sind wie ich und dann da gerne als Gast oder als Mitdenkende zur Verfügung stehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich habe den guten Herrn von Puerto Partida auch mal angeschrieben, der wäre auch mal bei einer Folge dabei, weil ich da zugegebenermaßen auch so ein bisschen die Hoffnung hätte, dass wenn das in seiner Community irgendwie dann die Runde macht, dass da vielleicht ein bisschen was abfällt. Wäre ja irgendwie ganz nett, aber sagt momentan, könnte er nicht, aber macht er auf jeden Fall nochmal, das dauert dann noch ein bisschen. Also wenn er da mal die Zeit hat, das heißt, da bleibe ich dann dran und in der Hoffnung, dass da mal irgendwie vielleicht was klappt, weil ich natürlich Puerto Partida als Konzept auch immer gut fand.
Wobei ich halt, also ich habe das, fand das irgendwie wie klasse, dass man da so mitmachen konnte. Das war halt dann irgendwie viel interaktiver, als man das ja sonst so kennt bei Podcasts. Ja. Aber halt immer noch nicht so ein, also für mich kommt da nicht dieses Podcast-Feeling auf. So, das finde ich ja, das große. War ja auch was anderes, ja. Es war ja auch mehr so ein, wie soll man das sagen, Radiohörspiel, interaktives Radiohörspiel oder so. Ich glaube, der Markus Richter, der hatte auch mal sowas irgendwie mal eine Weile. Der hat das, glaube ich, interaktives Radiohörspiel genannt. Das ist eben, das war eben kein Plauder-Podcast in dem Sinne, weil es ja da, hatte halt eine Aufgabe zu erfüllen. Man musste ja da irgendwie den Leuchtturm retten oder was weiß ich irgendwie. Das war so witzig jedenfalls, ja. Ja, ja, das ist so was mich eigentlich dann halt so ein bisschen immer stört bei allen Fiction-Formaten, weil die sind dann gerne irgendwie dann Hörspiele oder auch so Rollenspiele, die dann quasi einfach nur aufgezeichnet werden, wie der Leute halt ihre Rollenspiele spielen. Aber das ist halt, das wirft mich so raus aus meinem klassischen Podcast-Hör-Feeling. So, vor allem, weil ich ja auch ganz gerne einfach dann die Sachen irgendwie automatisch runterlade und dann einfach durchlaufen lasse. Und wenn dann aber Sachen kommen, die ich einfach nicht im normalen, keine Ahnung, in der Bahn oder so entspannt hören kann, weil das einfach ein ganz anderes Setting, ein ganz anderes Feeling ist, dann stört mich das. Und deswegen habe ich gedacht, ja, machst du jetzt einfach mal so einen Podcast, der halt wirklich genau so klingt, wie eigentlich auch ein Podcast, also wie man es so gewohnt ist. Das ist wirklich ein ganz normales Laber-Interview-Format, nur halt inhaltlich völliger Schwachsinn. Naja, Schwachsinn, ja. Ja, aber doch, du sagst gerade, also, Claudia hatte immer so einen schönen Begriff dafür, für guten Schwachsinn. Ach, wieder vergessen. Aber du hast gerade vorhin gesagt, dass du dich quasi über das Sendegate mit Menschen dann verknüpft hast oder auch die Kollegin von dem Zwei Fremde, ein Gedanke-Podcast kennengelernt. Bisher reden wir relativ selten darüber, über die Nutzung vom Sendegate, aber das ist ja für viele tatsächlich auch ein Platz, ein Nicht-Forum, wo man sich wirklich Informationen holen kann. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie nutzt du das tatsächlich aktiv? Ich gucke halt eigentlich bei jedem Thema immer rein. Also zumindest bei neuen Themen immer gucke ich mal drüber, ob das irgendwie was Interessantes für mich ist und sonst auf jeden Fall immer bei den Vorstellungen, die neuen Podcasts, die so kommen, weil ich halt immer suche und im Zweifelsfall auch immer noch mal im Hinterkopf habe, selbst wenn ich ihn nicht hören will, den Podcast nachher, vielleicht fällt da ja ein guter Gast bei ab. Und da bin ich dann also eigentlich immer sehr fleißig am Lesen und gucke mir da eigentlich alles an, was ich da irgendwie so finde. Ich bin da, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube auch übers Podcast hören, als dann das irgendwie mal erwähnt wurde. Ich glaube sogar einmal bei der, bei irgendeinem C3 war das dann wahrscheinlich irgendwie, war das dann, dass da sich die Podcast-Patin vorgestellt haben. Und darüber dann, die sind ja auch da angesiedelt und dann habe ich da geguckt und hatte mir da auch dann mal den Politiklehrer Advi. Ja, genau. Den hatten wir doch jetzt vor drei Folgen erst. Advi Twit. Genau. Aber der hatte auch einen Namen. Thomas Brandt. Thomas, genau. Genau. Ja. Genau, den hatte ich mir so rausgepickt als Podcast-Pate, der hat mir da mal so ein bisschen geholfen, so weil ich so diese klassischen Fragen geklärt mit mir von wegen, ja, ich habe da noch so ein altes Mikro rumliegen, reicht das denn? Und der so, ja, wenn du schon so fragst, dann nee. Das ist so diese Klassiker und also ihm habe ich jetzt zu verdanken, dass ich für teuer Geld jetzt eine gute Ausrüstung habe, finde ich, mit der ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Und dann mach doch mal gleich, erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen. Wo sprichst du denn gerade rein? Ich spreche in ein Rode M3 über ein Zoom H6. Aha, das ist auch so eine klassische Kombination, ja. Genau, so ein ganz, ganz guten Klassiker. Habe halt echt lange überlegt, ob ich mir dieses teure Zoom kaufe, weil ich eigentlich für meinen Podcast nicht unbedingt einen Rekorder brauchte, so von der Planung her. Aber das hat sich jetzt auch für die Schule und so schon als mega gut herausgestellt, weil man dann da jetzt auch mal so ein kleines Hörspielprojekt damit machen kann und dann nicht irgendwie gleich mit dem Laptop mitschleppt. Schön. Ich bin da gerade so ein bisschen bei, ja. Aha. Auch so ein Fantasie-Geschichten-Ding oder habt ihr euch ein Sachthema genommen? Nö, so eine kleine Märchengeschichte, die wir dann vertonen und dann komplett mit Geräusche selber machen, Text selber einsprechen. Ach, schön.
Und wie, ja, wie kommt das an bei den Schülerinnen und Schülern? Ja, gut, also ich mache das jetzt nur mit so einer kleinen Gruppe, weil sich das so ergeben hatte. Aber es ist schon toll, weil, also ich bin an einer Förderschule für geistige Entwicklung und da ist natürlich immer noch sehr viel damit, nochmal lesen, üben und so ist dann immer ganz wichtig. Und dann sich aber selber auch mal hören, war ganz beeindruckend für die. Ich meine, ist für jeden erst das erste Mal irritierend. Ja, auf jeden Fall. Die genau, eigene Stimme hören, die nicht aus dem eigenen Kopf kommt, also die klingt so anders, so fremd, so komisch. So rede ich so mit dem Gequäke gehe ich euch auf die Nerven, das ist ja furchtbar. Ja, kennt jeder, glaube ich. Ja, also wie sehr ich nuschel, ne? Aber wenn ich rede, denke ich immer, hey, Hammer, wie kannst du so klar reden? Und dann höre ich mir nachher die Aufnahme an und denke so, Leute, wie könnt ihr mich überhaupt verstehen? Ja, das denke ich auch jedes Mal, wenn ich hier nachhöre, dann denke ich, oh, du bist echt der König der halben Sätze. Kannst du auch mal irgendeinen Gedanken zu Ende bringen? Also furchtbar, grauenvoll. Ja. Und dann denke ich immer, naja, gut. Ja, im Schnitt hat das bei mir dazu geführt, dass ich am Anfang echt viel zu radikal geschnitten habe. So, ne, wirklich bei mir dann, weil mich alles genervt hat, dann jeden kleinen Scheiß raus. Und jetzt irgendwann bin ich so, ich gucke mal irgendwie drüber und wenn ich da große Lücken sehe oder so, dann schneide ich die dann weg. Aber sonst mache ich den Schnitt meistens inhaltlich und nicht mehr so ganz ästhetisch. Ja, wobei der trotzdem zu lang dauert. Aber das Schöne am, also früher, ich komme so drauf, weil du ja selber von in deiner Selbstbeschreibung schreibst du die Formate von Afaldra, oder sagen wir, Afaldra ist ein Fantasy-Podcast, der auf dem gleichnamigen fiktiven Kontinent spielt. Die Formate sind an klassische Podcast-Formate angelehnt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, klassische Podcast-Formate, so wie man das vor 200 Jahren mal gemacht hat. Wo fängt die Klassik an? Wo fängt die Klassik eigentlich an? Die klassische Podcast ist natürlich bei Tim Pritloff. Ah, okay. So, das okay. ist natürlich das große Ding. So, ne, jetzt hast du, man könnte natürlich jetzt, wenn man diese Podcast-Wellen mitnimmt, könnte man jetzt sagen, diese ganzen Dinger von wegen jetzt Spotify und so in der dritten großen Podcast-Welle, wie manche das ja nennen, wäre dann die Renaissance. Okay, ja, genau. Es kommt alles wieder. Sehr schön. Nur anders. Ja, die machen ja nichts anderes als das, was Tim seit Jahren auch schon macht. Und gut, auf einmal ist es riesig und man macht damit irgendwie richtig viel Kohle. Aber gut, ne, bei mir, bei mir ist halt einfach das Ding, ich wollte halt einfach ganz normale Formate haben. Ich arbeite auch dran, mal so ein paar andere Formate. Also bis jetzt ist halt alles immer so relativ klassische Interviews oder ja, sowas in der Art zumindest. Möchte auch echt gerne mal andere Podcasts so ein bisschen parodieren dabei. Ne? Also man könnte natürlich auch einfach mal so, keine Ahnung, ne, magisch inkorrekt machen. Oder die Lage von der Faldra wäre ja alles irgendwie drin. Ja, genau. Super. Da suche ich immer noch nach Leuten, beziehungsweise, also wenn das hier jemand hört und ihr habt ein einigermaßen ordentliches Mikro zu Hause und Bock auf sowas, gerne melden. Und wie bei allen, ne, ich muss da auch nicht mehr mitmachen. Hauptsache, also ich helfe dann gerne irgendwie beim Konzipieren, dass das alles ins Worldbuilding passt oder so, aber wenn ihr jetzt irgendwie da zu zweit oder zu dritt seid und sagt, wir würden gerne mal irgendwie eine Faldra-Folge im Stil von methodisch inkorrekt machen oder so, aber der Philipp wird da nur stören, dann mach doch mal. Also wenn dir das gelingt, dann sag mir, wie das geht. Ich würde auch gerne mal den Sendegarten nur hören und nicht selber reden dabei. Das klappt aber nicht. Ja, so, das ist funktioniert die Scheiße. Das nicht. Ja, irgendwie ist das, wenn man so einen Podcast macht, muss man ihn halt leider doch auch machen. Aber wie gesagt, das ist so der Traum, ne? Wenn so in 20 Jahren das dann doch irgendwie so ein alter Urgesteins-Podcast ist oder so, wenn ich so lange durchhalte, dann bin ich vielleicht dann mal irgendwann so weit, dass ich sagen kann, so und jetzt macht's doch mal wer anders. Dann rettet uns die künstliche Intelligenz und die automatischen Maschinen. Dann gibt man einfach nur ein Stichwort rein und sagt, wie lang das Ding sein soll und dann rechnet der Automat rechnet dann eine Podcast-Folge zu dem Thema in beliebiger Länge zusammen mit beliebiger Anzahl von Sprechenden. Das wird bestimmt alles automatisch gehen. Ja, genau. Ich hab halt dann genug Folgen einmal so voraufgenommen. Die kann dann die KI dann einmal durchgehen und dann weiß sie ja ungefähr, wie es klingt. Genau. Macht ihr einfach eine Variante, also quasi eine Kopie, aber eine Variante davon. Genau. Vera, kannst du mit so fiktiven Welten was anfangen? Ist das was für dich?
Also so Herr der Ringe finde ich nicht so geil. Game of Thrones und sowas auch nicht. Harry Potter, das ist so. Aber jein. Also ja, also die meisten Fantasy-Sachen, da bin ich nicht so drin oder auch nicht so Fan von irgendwie. Nee, kann ich nicht so. Ja. Ich fühle mich gerade nicht so alleine, das ist total toll. Sonst bin ich immer der Einzige, der das nicht sagt. Also ja, wie gesagt, Harry Potter ist das Einzige, wo ich so richtig drin bin. Also mit ständig, also jetzt höre ich zum Beispiel die Hörbücher auch schon, ich glaube zum 5. Mal durch gerade. Ich habe die als Kassette in meiner Küche. Aber so, so alles andere. Also wie gesagt, Herr der Ringe musste ich mir damals mit meinem ehemaligen Mitbewohner die Extended Version auch noch angucken. Und es war allein der Abspann beim letzten Film dauert ja fast 2 Stunden. Nee, also es war ganz viel Zeitverschwendung. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann nochmal an, aber nee, irgendwie ist so Fantasy nicht so meins. Ich habe meiner damaligen Freundin mal so eine DVD-Box mit den Herr-der-Ringe-Filmen geschenkt, aber ganz bewusst die Kinoversion, weil ich muss sagen, ich schaffe auch die Extended Edition schaffe ich nicht. Ach, du auch nicht? Ja, okay. Ich habe mich auch mal so schlimm verarscht gefühlt, weil alle reden immer nur von Frodo und dann läuft aber die ganze Zeit noch der Summit und wo ich mir denke, warum erwähnt denn niemand? Also, weil der ist doch genauso wichtig. Und alle reden immer nur von Frodo, dass der diesen blöden Ring in den Berg werfen muss und dass da aber eigentlich 1000 Leute mitlaufen und Sam halt auch noch, das wird nie erwähnt. Nee, also da habe ich mich immer, da rege ich mich immer noch drüber auf. Ja. Naja, die Geschichte stimmt nicht. Ja. Das ist ein Fehler, ist ein Fehler in der Konstruktion. Schön. Ja, klasse. Nee, also so und nee, also wirklich Zeitverschwendung und ja, ich bin da halt nicht so, weiß ich auch nicht. Nee. Aber krass, dass deine Harry Potter Kassetten noch funktionieren. Bei mir waren die sehr schnell durch. Ja, ich habe die tatsächlich, 3 Hörbücher habe ich auf der Straße gefunden, tatsächlich. Was? So als zu verschenken Box einfach. Und dann habe ich mir den 4. Teil noch bei eBay ersteigert und dann habe ich gesehen, ach kacke, es gibt ja die letzten 3 Bände gibt es nur noch auf CD. Und jetzt habe ich mir tatsächlich noch dann jetzt habe ich alle Bände auf Kassette und MC und jetzt höre ich die gerade mal wieder in der Küche durch. Ja. Und die laufen noch, ja, also ein bisschen leierig alle noch, also es ist manchmal nicht schön, aber ich kenne die Bücher ja eigentlich in- und auswendig, ja. Und wenn Rufus Beck vorliest, ist auch egal, ob es leiert. Ja, eben. Und der wird manchmal ein bisschen tiefer, die Stimme, und ein bisschen langsamer. Und ja, es geht. Meine Batterien sind alle. Genau. Rufus Beck ist ja ein ganz toller Erzähler oder Leser, ne? Also ich habe hab selber keine Hörspiele von ihm, aber ich habe das erstens schon mal erzählt bekommen von Leuten und dann habe ich mal irgendwie so irgendeine so Beispielszenen reingehört und war schon sehr beeindruckt. Und der macht, glaube ich, mit seiner Stimme irgendwie 20 verschiedene Rollen oder so. Ja, der hat das wirklich voll drauf. Der könnte dir in der IKEA-Bauanleitung vorlesen und du würdest in Tränen ausbrechen wegen der Emotionen, die er da reinbringt. Mhm. Das ist unglaublich. Genau. Innen 6-Kant. Also das Billigregal, das hat er echt, echt emotional angelegt, finde ich. Ja, und dann immer diese Bildchen, ne? Mach das nicht alleine, sondern lass dir helfen. Geh gemeinsam. Gemeinsam ist viel einfacher als in das. Du kannst das nicht alleine, du brauchst Gefährten. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und schon sind wir bei Herr der Ringe. Genau. Super. Schlimm. Lars, bist du denn so ein Fantasy-Leser? Nee, glaube ich. Du bist eher ein Science-Fiction-Leser. Ich bin eher ein Science-Fiction-Leser, aber es gibt ein paar Fantasy-Sachen, die ich mir dennoch reingedreht habe. Also Herr der Ringe. Und ich bin tatsächlich auch ein großer Fan der Extended Versions. Super, wir haben alles. Klasse. Celebrate Diversity, dann, yes. Das Harry Potter-Universum finde ich ganz nett und
Game of Thrones hat mir im Großen und Ganzen auch ganz gut gefallen. Aber ich kriege zu Fantasy-Welten schwieriger einen Zugang als zu Science-Fiction-Welten. Woran das jetzt genau liegt, also es gibt auch so ein paar Mischwesen, also bei Star Wars würde ich sagen, ist sehr viel Fantasy eben mit drin. Ich mag es trotzdem. Ja. Dune, das ganze Dune-Universum ist für mich auch nicht reine Science-Fiction, aber da werde ich wahrscheinlich jetzt gesteinigt. also ich würde, wenn du mir zwei Bücher hinlegst, wahrscheinlich eher zu dem greifen, wo Science-Fiction draufsteht. Ja, das ist aber komisch, ne? Also ich frage mich auch, wenn Frodo einen Tricorder dabei gehabt hätte, wäre es dann interessanter gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, weil ich eben diesen technischen Schnickschnack mag. Ja, genau. Also, ja, dann würde es mich wahrscheinlich auch reizen. Es fehlen die Batterien. Ich stehe halt eher auf den. Also wenn die Protagonisten mit Raumschiffen unterwegs sind, statt auf Pferden, ist das für mich interessanter. So, das genau. Ja, wobei jetzt zum Beispiel zwischen Beamen, von Scotty gebeamt zu werden oder irgendwie magisch teleportiert zu werden, ist jetzt auch nicht so ein Unterschied. Ne? Also das ist halt das, was ich meinte mit, du kannst die ganzen Storys im Grunde auf beide Arten irgendwie erzählen und dann kommt es darauf an, wo man den Zugang hat. Wir sind uns einig, wobei das Beam natürlich auch eine ziemliche Mogelpackung ist. Also das, das wurde eben eingeführt, weil damals die Landesszenen für Shuttles und so weiter zu aufwendig gewesen wären und zu teuer gewesen wären. Also beamt man einfach, dann braucht man keine Landesszenen zeigen. Das ist so, also das Beamen ist eine Mogelpackung, auch wenn sie später dann eben inhaltlich in einige Folgen eingebaut haben, dass das Beamen eben auch ein Handlungsbestandteil selber wird und nicht nur ein Vehikel. Aber ja, das ist, aber sonst so durch die Gegend reisen, ja, ne, auf Pferden über die Landkarte oder mit Raumschiffen zwischen Planeten, dass das alles irgendwie übertragbar ist, da sind wir uns einig, ja. Aber wenn es ein bisschen also mehr funkelt und Technik dran ist, ist es schöner. Beim Beamen fällt mir gerade ein, dass ich irgendwann mal eine Episode gesehen habe, da hatte jemand, der litt an Reisekrankheit und der mochte nicht gebeamt werden, weil ihm dann immer so schlecht wird dabei. Das war total schön, der Gedanke, dass er diese hochgezüchtete Technik hat, aber dann, nee, mir wird immer übel dabei. Er mochte dann doch lieber mit dem Shuttle und abgesetzt werden. Das fand ich total nett, dieser Gedanke. So. Jetzt gerade war der Gedanke da und jetzt ist er weg. Ich tue mich, das habe ich gesagt, dass Harry Potter, dass ich das Harry Potter Universum mag. Deswegen wird das, was ich jetzt sage, ein bisschen komisch daherkommen. Ich mag lieber einen technisch-wissenschaftlichen Hintergrund als reine Magie. Harry Potter habe ich auch gemocht. Ist aber eine andere Ebene. Und wenn man dann noch Arthur C. Clarke mit hinzunimmt, der eben gesagt hat, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden, dann ist es wieder austauschbar. Hast du nicht gesagt, du wohnst ruhig? Das klang jetzt gar nicht ruhig. Das was war denn? Es war jetzt ein Martinshorn. Das ja, bei mir. Okay. Ja, nur für alle, die das jetzt gehört haben und auf der Autobahn unterwegs sind und nach rechts und links gucken, es war hier in der Aufnahme. Ja, das passiert auch mir öfter. Das ist der Running Gag auch jetzt so langsam bei zwei Fremde ein Gedanke, weil irgendwie bei jeder Aufnahme jetzt hier irgendwie ein Krankenwagen oder Polizei oder so vorbeifährt und sonst nie. Also ich habe wirklich nie, dass ich hier irgendwie mal Martinshorn habe oder so, aber sobald ich aufnehme, sofort. Das ist ja witzig. Das ist ja fast so wie die Eltern, die immer per Telefon dann anrufen, wenn man gerade beim Podcasten ist hier. Herr Bielendorfer und Herr der Rimpfort. Ja, danke. Was ist denn mit meinem Kopf los? Ich bin etwas kopflos. Das sind die Nachwirkungen noch von der Impfung. Impfung? Welche Impfung? Achso, die, ja. Nee, aber wo du das gerade sagtest, auch mit der Folge von, wo jemand reisekrank wird, wenn er gebeamt wird, genau das gleiche gibt es bei The Witcher auch. Ist ja auch so eine, in so einem Computerspiel gibt es aber auch jetzt eine Serie zu und so. Und eigentlich original mal eine Buchreihe. Und dann geht es dann auch darum, dass in so einer mittelalterlichen Welt
dann so ein Hexer lebt und dann gibt es halt auch Zauberer, die können dann auch so Portale öffnen, durch die man dann relativ schnell von A nach B kommt. Aber er nimmt zum Teil lieber einfach dann doch mal irgendwie das Schiff und macht irgendwie eine wochenlange Reise, weil ihm beim Portal immer schlecht geht. Also, ja, ne, gleiche Story, andere Welt. Verrückt. Sebastian, guckst du oder hörst du auch solche oder liest du auch solche Geschichten? Eher weniger, wobei ich auch Harry Potter und so weiter, das Universum da auch durchaus Zugang finde und auch so Serien wie Grimm. Also das kann schon immer wieder mal sein, dass irgendwas Fantasy-mäßiges mir zusagt. Okay. Ich hätte jetzt beinahe gedacht, dass du sagst, Herr der Ringe, nie gehört. Aber das ist anders. Ich habe über Herr der Ringe mal einen Vortrag gehalten in einem Rallye-Seminar, wie man mit Herr der Ringe Religion unterrichtet. Und hatte dann aber noch so ein bisschen vorausgesetzt, so dass man meiner Generation so das dann ja da mal irgendwie kennt. Habe aber vergessen, dass ich natürlich in einem Sonderpädagogikstudium sehr, sehr wenig Kerle habe und Herr der Ringe ja dann doch irgendwie dann klischeehaft zumindest dann bei Männern doch ein bisschen bekannter ist. Und stand dann da und habe gesagt, ja, ne, wer von euch hat dann schon mal irgendwie Herr der Ringe irgendwie einen Film gesehen oder ein Buch gelesen? Und dann ne, zeigten natürlich die Kerle auf, aber die drei Männer zeigten dann auf, aber die Frauen alle natürlich nicht, die 20 anderen. Und damit war dann mein Plan da irgendwie von wegen, man möchte das ja an die Lebensrealität irgendwie unterrichtlich dann anpassen, war das dann irgendwie schon schief gelaufen. Aber es funktioniert auch, wenn man es nicht kennt. Na ja, gut, aber man muss ja irgendwie erstmal einen Einstieg finden, worum es da eigentlich geht, ne? Also man muss ja im Prinzip die Rahmenhandlung erzählen. Ja, also bei dem Vortrag, also wenn ich den Exkurs da kurz machen kann. Okay, Vortrag, ja. Ich dachte, das wäre eine Unterrichtseinheit gewesen. Ne? Nee, war ein Vortrag. Ja, also das war eine Idee für einen Unterrichtsstart. Und zwar war das Setting, man hat eine gemischte Klasse vor sich und also gemischt religiös und möchte halt einmal rausfinden, was die schon alle so wissen, nur wie so das Vorwissen ist und im Idealfall dann aufs nächste Thema überleiten. Und dann habe ich halt einfach gesagt, gut, und ich erzähle dann einfach die Schöpfungsgeschichte, wie sie im Herr-der-Ringe-Kosmos existiert. Also gibt es ja die das Silmarillion, das ist so ein bisschen diese Herr-der-Ringe-Bibel, wo dann alles beschrieben wird, ne, wie dann Ilúvatar die Welt schuf und die Ainur schuf, die dann mit ihm zusammen die Welt ersungen haben. Und dann kann man da halt ne, so ein kleines Schaubild draus machen und diese Geschichte dann erzählen. Und dann sollen die Schüler nachher mal zuordnen, was davon kommt euch denn bekannt vor. Ne? Dann kann man diese Ainur dann als Engel sehen oder als andere Götter. Und dann kann man das so übertragen und hat dann einfach ein lockeres Gespräch darüber, welches religiöse Vorwissen vorhanden ist, ohne dass man eine Religion bevorzugt. Weil wenn ich jetzt mit dem Christentum anfangen würde, dann hätte ich natürlich sofort das Christentum bevorzugt und ich sag mal, so viele Leute, die der Herr der Ringe Religion angehören, gibt's einfach nicht. Da ist man also safe. Ja gut, das ist natürlich dann eine schöne neutrale Herangehensweise sozusagen, indem man ein ganz anderes Universum halt zugrunde legt und jetzt nicht Bibel oder Koran oder was weiß ich. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber irgendeine andere der Weltreligion sozusagen. Ja. Aber wo du das gerade angesprochen hast mit dem katholischen Unterricht, bist du da dann Religionslehrer für katholische, wie nennt man das denn, Theologie? Ja, katholische oder? Religion. Katholische Religion, aha. Ja, werde ich. Also ich bin halt, du wirst noch im Studium. Mhm. Genau, aber wenn das alles gut läuft, dann werde ich bald Rallye-Lehrer. Aber was ist denn das? Ja, red du erst mal. Ja, also an diesen Förderschulen, an den meisten ist das nicht so stark getrennt. Also sie brauchen natürlich da irgendwie ihre, die Leute, die da irgendwie so fachschaftsmäßig für Sachen vorbereiten und so. Aber man unterrichtet grundsätzlich erstmal alles an so einer Förderschule. Das heißt, die Fächerkombination ist dann auch da nicht so wichtig.
Ich dachte auch, dass das inzwischen so eher in Richtung Ethikunterricht geht oder so, dass man sich also von den einzelnen Konfessionen so ein bisschen löst. Aber geht's auch an den Schulen, gesagt, die weiß ich auch überhaupt nicht, wie es zugeht. Nochmal, bitte. Das ist, geht auch immer mehr davon weg, aber sehr viele Schulen haben ja einfach einen kirchlichen Träger und spätestens da ist das dann vorbei. Ja, Logo. Und deine Schule hat so, oder? Du willst auf. Also, was mich halt so ein bisschen neugierig macht, ist, ein junger Mann kümmert sich um katholische Religion. Das ist jetzt nicht so das populärste Thema, sagen wir mal. Und was deine Motivation so ist. Also, bist du tief im Glauben verhaftet, dass du sagst, da fühle ich mich wohl, davon möchte ich gerne Kunde tun? Oder ist das, hast du ein anderes Motiv dafür? Ja, ich muss jetzt kurz gucken, wie ich es formuliere. nein, also der Punkt ist, ich bin schon groß und ganz religiös, habe auch so die Messdiener, also war Messdiener und solche Sachen, bin da schon irgendwie verankert. Hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass ich unbedingt Religionslehrer werden muss. Ich weiß auch nicht, ob ich es getan, also jetzt, ja, wenn ich jetzt irgendwie Gymnasiallehramt studiert hätte oder so, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht Religionslehrer gemacht, weil das ja, dann doch einfach nochmal eine andere Nummer ist. In so einer Förderschule ist man da, wie gesagt, einfach insgesamt so ein bisschen freier. Ja. Und ich hatte mich auch nicht auf Religionslehramt beworben, sondern auf ja, Deutsch und Sachunterricht. Und im Sachunterricht wollten sie mich nicht. Und dann hatte ich die Wahl. dann nimmst du keine sagen, Sache, sondern eine Nichtsache. Ein Glauben halt, ja. Genau. Mhm. Und hatte mich dann halt dann nochmal da ein bisschen informiert, auch mit Bekannten gesprochen, die das dann mal studiert hatten und so, oder andere Lehrer, die dann andere wieder kennen, die das dann auf Lehramt studiert haben und sagen, das ist eigentlich ein super schönes Studium und da kann ich denen nur zustimmen. Also jetzt auch unabhängig von irgendwie diesen also klar, die setzen natürlich voraus, der Unterschied zwischen Theologie und Religionswissenschaft ist ja im Grunde, dass die Theologie einfach mal voraussetzt, dass es irgendwie dann so einen Gott gibt. Ne, also die ist halt aus der Sicht des Glaubens, so, das ist dann, funktioniert halt nicht anders. Aber auch unabhängig davon ist es einfach wirklich ein schönes Studium, weil man sich dann mal mit ja, ganz anderen Themen beschäftigt und auch nachher im Unterricht, glaube ich, ganz schön, weil man ja dann sich die Schüler dazu anregen kann, dass sie sich mit sich selber und mit ihrem Glauben und ja, und zu Glauben gehört ja jetzt viel mehr, als jetzt einfach nur zu denken, sitzt da jetzt eigentlich irgendwie so ein bärtiger Mann auf einer Wolke, sondern das ist ja was viel tiefergehendes und dann können sie sich ja da mal mit sich selber beschäftigen und du kannst sie da mal anleiten. Und ja, so eine Selbstbeschäftigung ist dann doch irgendwie was anderes und schöner, finde ich, als sich dann immer mit Mathe zu beschäftigen. Ja, aber mal eine Sachfrage da. Kann man denn eigentlich, wenn man, sagen wir mal, nicht in der Kirche angehört oder nicht der katholischen Kirche angehört, könnte man denn dann trotzdem katholische Theologie studieren? Ist das sozusagen Eingangsvoraussetzung, dass man da dem, ich sag mal in Anführungszeichen, dem Verein angehört? Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Studium an sich ist, aber wenn ich nachher als Religionslehrer arbeiten will, dann muss ich getauft sein, Kommunion haben und Erstfirmung, weil die Kirche mir dann auch so ein, also die Kirche darf bei den Religionslehrern halt mitbestimmen, wer es wird. Und dann haben die halt ne, diese ganzen Voraussetzungen, die du da einmal erfüllt haben musst. Das heißt, da muss man dann auch mal so ein bisschen aufpassen, weil die Kirche einem sowas dann auch, ja, wenn man dann vom Glauben abfällt, auch dann mal wieder wegnehmen kann oder so. Das sind dann ja so, ne, so Fälle wie die zweite Heirat von einem Religiösen. Ja, das wollte ich gerade sagen, genau. Das wird dann schon ein Problem. Ne? Das ist, da ist man nicht mehr ganz so. Ja, also da verstehe ich halt beide Seiten. Also ich verstehe auch die Organisation, also die sagt hier, wer in unserem Namen unterwegs ist, der muss auch nach unseren Regeln leben. Und andererseits verstehe ich aber auch diejenigen, die sagen, es tut mir aber leid, ich habe mich jetzt neu verliebt und was soll ich machen? Soll ich jetzt meiner inneren Stimme nicht folgen, nur weil ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe? Also die Konzepte beißen sich so ein bisschen. Das führt natürlich auch eher dazu, dass man sagt, okay, dann lebe ich halt mit der zweiten Person zusammen und dann wird dann gar nicht geheiratet, einfach damit es nicht offiziell irgendwie aktenkundig wird. Mhm. Und das ist ja noch weniger im Sinne der Kirche. Mhm. Ja, also, das hat dann absurde Blüten, ja. Ja, also man kann sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Ich bin da auch jetzt mit den einzelnen Regelungen nicht unbedingt immer so glücklich, so, aber momentan passt es und falls es irgendwann nicht mehr passen sollte, findet man auch irgendwann einen Weg, dass das weiterläuft.
Ja, ich meine, gerade die katholische Kirche hat ja, also hier, was haben wir hier, den aktuellen Fall in Köln, Herr Wölki und diese ganzen Missbrauchsaufarbeitungen, die da ja auch eher so ein bisschen stiefkindlich gemacht werden. Ja. Da waren doch sogar Menschen, die ihn ausgeladen haben. Also er wollte als Bischof die Firmung machen, glaube ich, und dann haben die Eltern oder die Gemeinde gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, und das ist, das geht überhaupt nicht. Also, das ist die Revolte in der katholischen Kirche, dass ich habe das nur so am Rand mitbekommen. Ich denke, was ist denn da los? Wie verfolgst du das? Lässt sich das einigermaßen ruhig schlafen oder denkst du ja, auch, das ist mir maximal egal. Also beziehungsweise okay. Ich finde das, insofern ist es mir nicht egal, weil ich das Verhalten von Herrn Wölki da schlecht finde. So, ja. Also das ist absolut nicht egal, und das ist auch ziemlich, ja, muss man anders machen. Deswegen ist ja auch so ein kleines Ermittlungsverfahren kirchenintern irgendwie angelaufen. Und ich finde es auch schwierig, dass sich die Kirche da so, ja, dann so viel selber steuern darf und dann da irgendwie dann doch über einigen Gesetzen zu stehen scheint. Das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht gut finde. Aber die persönliche Betroffenheit hält sich dann da doch relativ in Grenzen, weil man da zugegebenermaßen nicht so wichtig ist, was mit Herrn Wölki als Person da irgendwie passiert. Ja, also nicht, dass wir hier falsch verstanden werden. Natürlich sind alle diese Missbrauchsgeschichten und allein schon der Verdacht, der Gedanke daran, das ist total das ist jede Geschichte ist eine zu viel, und das ist wirklich furchtbar. Nein, was mich halt wundert, ist, wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen den Bischof nicht hier haben. Ich bin auch katholisch sozialisiert, und da fehlt mir echt die Fantasie. Also bei der evangelischen Gemeinde weiß ich, dass die sozusagen sich selber organisieren, und die suchen sich ihre geistlichen Fürsprecher oder Leiterinnen oder so. Also quasi die Pasteure werden ja vom Presbyterium gewählt. Und wenn du da irgendwie dich dumm anstellst und das Presbyterium sagt, oh nee, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, dann schicken die dich halt wieder weg. Aber das gibt's in der katholischen Kirche nicht. Das ist alles von Rom gesteuert. Von daher, ich habe das mit Staunen gehört. Was ist denn da los? Ja, ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass momentan mit Franziskus, mit dem Papst, da einfach die Leute sich dann doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, die haben von ganz, ganz oben, also wenn sie quasi von unten gegen den Bischof rebellieren, haben sie ganz, ganz oben vom Papst aber theoretisch wieder Rückendeckung, weil der ja doch deutlich progressiver ist als so mancher Bischof. Mhm. Und da das, glaube ich, dann doch irgendwie einfach ein neues Gefühl reinbringt bei manchen Gemeinden. Also das merkt man dann doch, dass das auch ein sehr, sehr großer Unterschied zu Papst Benedikt. Dann ist der ja dann doch etwas sehr konservativ in der Auslegung von der katholischen Religion so, und Franziskus da ja dann doch einfach deutlich offener ist. Oh oh. Ich habe gerade nichts mehr gehört, da war gerade der Ton weg, sorry. Achso, nee, bei mir war alles gut. Okay, mitten im Satz habe ich nichts mehr gehört. Okay, da habe ich gedacht, ich wäre rausgeflogen, aber dann ist alles gut. Das bitte nochmal, Franziskus ist anders, etwas ja, genau, bei Benedikt, der war da halt ja doch relativ konservativ in seinen Einstellungen, ich meine, klar, ne, er ist ein Papst, die sind immer konservativ in einer gewissen Hinsicht, aber halt auch in der Organisation war er dann doch eher ein Konservativer, und da ist Franziskus einfach deutlich offener und natürlich einfach deutlich mehr irgendwie so einem sehr humanistischen Weltbild zugewandt. Und das gibt da, glaube ich, dann doch den ein oder anderen Gemeinden da irgendwie so ein bisschen Rückendeckung, dass sie das Gefühl haben, da kann man sich jetzt auch einfach mehr trauen, weil, also im Sinne von etwas progressivere Kirchenpolitik zu fahren, weil das natürlich auch in mancher Hinsicht schon lange mehr als angebracht ist. Das allein schon die Sache mit, wie weit dürfen Frauen sich in der Kirche beteiligen. Also ich habe da mal ein Interview gehört in was war denn das? Ach so, hier in Deutschlandfunk, der Tag. Da war auch irgendeine Versammlung von Bischöfen, und dann ging es halt darum, sind Frauen jetzt gleichberechtigt oder nicht?
Und dann hat die Korrespondentin dann gesagt, ja, Frauen und Männer sind gleich, können aber nicht aber das Gleiche tun oder irgendwie sowas, ne? Wo du dann auch denkst, ja, habe ich auch gehört. Was ist denn das jetzt für eine Konstruktion? Da komme ich mit meinem Geist, mit meinem bescheidenen Denken überhaupt nicht mehr mit. Also, da musst du vorher Theologie studiert haben für. Genau. Die haben beide auch so, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, wie sie den Kopf geschüttelt haben, sozusagen. Nach dem Motto, naja gut, das ist halt da so. Ne? Also man ist halt gleich, aber man kann nicht das Gleiche tun. Ich verstehe es nicht, aber naja. Ich muss es auch nicht verstehen. Sehr, sehr viele Sachen kann man da auch nicht verstehen, glaube ich. Und darum geht es ja auch jetzt nicht, wenn man Rallye-Lehrer wird, sondern da geht es ja auch einfach darum, dass man sagt, so der allgemeine Glaube und so die Grundausrichtung, die kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und dann im Rahmen natürlich von dem, was vorgegeben wird, kann man dann auch einfach dann damit arbeiten. Und gerade wenn man so mitbekommt, dass es doch einige Schüler und Schülerinnen gibt, die von zu Hause dann ja doch eine Form der Religiosität mitbekommen, von der ich nicht dachte, dass es sie noch gibt. Und, ne, ich spreche da als Rallye-Student, also ne, wo man ja denkt, okay, da hört es ja schon fast auf. Aber da gibt es halt noch ganz, ganz, ganz viel härtere Fälle. Und dass man dann einfach da natürlich dann auch die Verantwortung sieht, dass man sagt, okay, ne, nicht vergessen, Religion ist halt auch was Individuelles und da darfst du jetzt einfach mal frei gucken, weil ich glaube auch niemand hat irgendwas davon, wenn jemand einfach nur sagt, meine Eltern waren religiös, die waren Katholiken, jetzt bin ich auch Katholik und alles, was die katholische Kirche sagt, ist also per Definition jetzt einfach so Gesetz, Ja und Amen. Das tut ja auch letzten Endes der Kirche nicht gut. Nö, wenn sie klug wäre, würde sie ein bisschen auf die Menschen hören und nach dem Bedarf der Menschen auch sich orientieren. Aber das ist ja dann wieder, man hat dann Angst vor der Beliebigkeit und ich bin da nur am Rande so immer so ein bisschen dran. Aber es zwickt mich gelegentlich. Also ich bin immer wieder überrascht. Eigentlich habe ich mich so ein bisschen aus der, was heißt ein bisschen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Gottesglauben habe. Was ich aber schon habe, ist eine gewisse Spiritualität. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwo, was weiß ich, hinterm letzten Elektron, wo wir dann plötzlich nicht mehr wissen, warum passieren denn da komische Sachen in der Quantenphysik, dann doch irgendwelche Dinge sind, die wir uns nicht erklären können, die vielleicht dann doch irgendwie übersinnlich, also tatsächlich über unsere Sinne hinausgehend sind, da komme ich schon ganz gut mit zurecht. Also und eine gewisse Spiritualität, dass ich schon auch merke, manchmal werde ich in meiner Seele angesprochen durch irgendwas Irrationales, dann das passiert schon auch. Also da bin ich ja gar nicht unempfindlich. Ich kann es jetzt nur nicht mit einer kirchlichen Lehre so richtig in Verbindung bringen. Nicht mehr. Das konnte ich früher. Also früher habe ich das einfach geglaubt, aber ich habe mich da verloren irgendwie und eier da so ein bisschen rum. Der Punkt des Religionslehrers so, ne, ist ja, das sind ja keine Missionare. Also ist ja nicht der Job dann zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt jemanden dazu, dass er katholisch wird, sondern einfach nur, dass man sagt, wie kann man sich mit diesen Themen denn, die ja dann bei dir auch vorhanden sind, wie kann man sich damit auseinandersetzen, ne? Allein so mit der Idee einer Seele oder so, was ja auch sowohl im Science-Fiction als auch im Fantasy immer ein großes Ding ist. Und da ja auch immer ganz gerne so eine 1A-Trennung zwischen Seele und Körper gemacht wird. Also, keine Ahnung, bei Science Fiction kann man den Körper einfach irgendwie in den Computer hochladen, den Verstand einfach in den Computer hochladen und bei Fantasy kann halt die Seele in den Körper tauschen. Aber wenn man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzt, merkst du halt ganz schnell, wenn das jetzt irgendwie nicht mehr an meinem Körper gebunden ist, ist das jetzt auch irgendwie nicht das Gleiche. Und so einfach kann es dann auch irgendwie nicht sein. Und sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, finde ich halt mega spannend. Und deswegen muss ich sagen, macht mir aus meinem Studium schon dieser Religionsteil, auch wenn ich das am Anfang nicht so gewählt hatte. Also wie gesagt, ne, das war ja eher so, das war halt noch frei. Aber ist halt schon das, was so in manchen Ebenen einfach am meisten Spaß macht. Also gerade, weil man sich dann mit diesen etwas abgehobenen Themen, die dann, wie gesagt, ja auch für Fantasy und so dann relevant sind, beschäftigt. Und ich sag mal, ohne mein Rallye-Studium gäbe es halt diesen Podcast auch so nicht, weil ich halt, wie ja auch richtig mit einer Schöpfungsgeschichte angefangen habe. Also ich habe halt für das Worldbuilding eine Schöpfungsgeschichte geschrieben und so und wie das dann funktioniert und wie man das machen kann und so, also wie so eine Schöpfungsgeschichte aufgebaut ist und so, das habe ich auch aus dem
Studium gelernt und dann konnte ich damit natürlich dann irgendwie arbeiten. Das ist jetzt eine total überraschende Wendung, finde ich, weil ich habe gedacht, also so eine Fantasy-Geschichte, das ist also so eine typische Techie-Nerd-Welt, ne? Also da kommt man aus der Ecke der Technik sozusagen hin und jetzt sagst du, ja, wenn ich nicht katholische Religion studiert hätte, gäbe es diesen Gedanken gar nicht. Also es kommt aus einer komplett anderen Ecke, als ich das eigentlich vermutet hätte. Das finde ich großartig. Das ist gerade also ein schöner Überraschungsmoment. Den Podcast zu machen gab es schon vorher, den hatte ich ja schon länger, ne? Irgendwie so Fantasy-Kram, aber wer hätte die Welt nicht so gestaltet und wäre auch nie auf die Idee gekommen, eine Schöpfungsgeschichte zu schreiben, so, aber ja. Ne, da hat man mal eine Vorlesung, wo da mal irgendwie abgehandelt wird, wie ist die eigentlich aufgebaut und so und dann kann man damit dann arbeiten und das ist dann irgendwie ganz schön. Obwohl du jetzt, ist das auch für dich dann wie soll man sagen, die Erklärung für die Entstehung der Welt, ist das deine Erklärung oder hast du schon eher diesen evolutionären Ansatz, dass es sich also schrittweise und über viele Millionen Jahre entwickelt hat? Oder hast du gerade Sorgen, dass du gerade einem Kreationisten irgendwie eine Plattform bietest? Du machst einen sehr vernünftigen Eindruck, von daher habe ich jetzt nicht die Sorge. Aber weißt du, wenn du mir jetzt sagen würdest, Philipp, ich glaube daran, dass das in 7 Tagen irgendwie erschaffen worden ist, hätte ich im Moment ehrlich gesagt auch kein Problem damit. Dann ist das eben deine Überzeugung. Da kann ich mit leben. Also ich muss es ja, wie du gesagt hast, du willst nicht missionieren. Wenn du mir jetzt erzählen wirst, das ist so und ich muss das auch glauben und alle unsere Hörer müssen das auch glauben, dann würde ich hinterher Sebastian bitten, an der Stelle vielleicht einen Schnitt zu setzen. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, das ist meine, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das so ist, das ist mein Glaube, dann habe ich doch nicht das Recht, dir den Glauben wegzunehmen. Das wäre ja völlig falsch. Nein, aber der Punkt ist einfach, dass wenn man sich so ein bisschen noch weiter mit, gerade mit der Bibel und den Bibelgeschichten auseinandersetzt, dass dann relativ schnell klar wird, dass das Wenigste, um nicht zu sagen so gut wie nichts, davon irgendwie wörtlich zu sehen ist. Also selbst wenn man sich jetzt die, ich hatte mal ein Seminar dann zur Kindheitsgeschichte Jesu und da war dann auch mal, irgendwie hat er auch mal dann gut dargelegt, der Professor, dass das mit diesem Sohn von Gott und so jetzt auch nicht unbedingt so wörtlich zu nehmen ist, weil das einfach auch ein relativ normaler Topos irgendwie ist. Also in der Antike hat man einfach, wenn jetzt irgendwie auch mal ein neuer Herrscher kam oder so, der dann nicht so ganz gut legitimiert war, also der zum Beispiel nicht in die Erbfolge passte oder so, hat man dann einfach im Nachhinein gerne erzählt, ja, aber der ist ja der Sohn Gottes oder von einem der Götter, ne, die es dann da immer so gab. Mhm. Und das damit dann legitimiert und so kann man natürlich die Bibel dann auch wieder lesen, dass man das mit dem Sohn Gottes, also der kam halt jetzt nicht Gott an und hat, keine Ahnung, mit Maria gebumst. So wörtlich darf man es halt einfach nicht verstehen. Und er hat ganz einfach massiv in ihren Hormonhaushalt eingegriffen. So. Nein, gibt es sogar Sachen, dass man sagen kann, dass sogar Josef vielleicht sogar der, also auch laut einem der Evangelien, jetzt weiß ich leider nicht mehr welches, kann man das sogar so lesen, dass Josef wirklich der Vater, auch der leibliche Vater war und Gott dann da vielleicht nochmal was dazu getan hat oder so. Ne? Aber ich würde diese ganzen Geschichten immer als Bild sehen, die haben immer in ihrem Kontext eine Richtung, dass sie halt die Leute, so ein bisschen wie bei Märchen, ne, dass sie dann doch gerne irgendwie eine Geschichte erzählen wollen, dass sie was vermitteln wollen damit. Und der geschichtliche Kontext, den das hat, beziehungsweise den realen Kontext, den das hat, ist auch keine Frage unbedingt für Theologen, sondern dann für Historiker oder irgendwer, ein Prof hat mal gesagt, ob es Engel gibt oder nicht, das ist ja eine Frage für Physiker, nicht für Theologen. Weil, ne, wenn es die gibt, dann. Das ist gut. Genau, das ist gut. Ich finde das total witzig, weil diese ganzen Entwicklung und Entstehungsgeschichte oder auch diese jungfräuliche Geburt und was. Ich habe in meiner, als ich noch katholisch wirklich gelebt habe, mehr oder weniger, war das für mich immer klar, das sind, wie nennt man das im Deutschunterricht, Parabeln oder Fabeln oder schöne Geschichten, die haben alle irgendwie so ein bisschen einen wahren Kern, aber das ist jetzt nicht die Tat, was tatsächlich passiert ist, sondern klar, das ist eine natürliche Geburt und man hat das auch so ausgeschmückt. Für mich war das eigentlich immer klar, dass das nur eine aufgehübschte, pointierte Darstellung ist und ich habe das sehr spät erst verstanden, dass man sich wirklich
intensiv darüber streiten kann und auch Menschen aus Gemeinschaften ausschließt, bloß weil sie sagen, nein, das war gar keine Jungfrau, und die dann sagen, das war selbstverständlich eine Jungfrau, und dass das inhaltlich also wirklich mit harten Bandagen bekämpft wird, wo ich mal da stehe und denke, Leute, ist das denn wichtig? Das ist doch völlig wurscht. Da erkennst du auch den Unterschied zwischen, ich sag mal so ein bisschen, diesen Fanatikern und auch so vernünftigen Theologen, weil so ein Theologe, der streitet sich dann drüber, keine Ahnung, sag mal, ist diese Stelle in der Bibel jetzt eigentlich von einer Person verfasst worden, oder da sind doch Textbrüche drin, das wird doch bestimmt dann irgendwie von 10 Leuten, und dann gibt es dann irgendwie ganze Grafiken, die dir jetzt zeigen, welche Stelle in der Bibel jetzt eigentlich von wem geschrieben wurden, und dann wird dann, ist aber auch diese Person, die dann diesen Teil geschrieben hat, ist aber auch nur theoretisch. Also, dass man halt weiß, es ist eine Person, aber welche Person es dann genau ist, weiß man dann auch wieder nicht. Ja. Und da werden die Texte, wurden ja weitergereicht, und dann weiß man da den Teil, der passt zu der Zeit, ne, aber ein anderer Teil, der in der gleichen Geschichte direkt danach kommt, der passt gar nicht mehr in diese Zeit rein, sondern das muss zu einer ganz anderen Zeit dann gewesen sein, weil die Leute das halt dazu gedichtet haben. Und das war in der Zeit damals auch nichts Verwerfliches. Also das war dann kein Plagiat oder so, sondern so hat man halt damals auch die Geschichten dann weiterverteilt und weitergeschrieben, indem man und ihnen Gewicht verliehen, indem man dann im Namen des ersten Autors quasi das dann noch ergänzt hat. Jetzt muss ich gerade mal durchatmen. Wie sind wir überhaupt dahin gelangt? Wir sind hier im Sendegarten mit Plauderecke, und wir haben hier quasi theologische Themen, die andere Leute vielleicht sehr kritisch betrachten. Da gehen wir locker mit um. Ich kann ja nochmal ganz kurz auf das Hauptthema kommen, weswegen ich hier bin. Leute, wenn ihr Gast sein wollt in einem Fantasy-Podcast, meldet euch bitte. Und ihr werdet nicht konvertiert. Ihr werdet nicht missioniert, und ich werde nicht konvertiert. Nicht, dass du die Leute deswegen abschreckst. Zu einem katholischen Lehrer gehe ich nicht. Also sorry, das Thema hast du jetzt so genau aufgebracht. Ich habe mich da ja... Entschuldigung. Bin jetzt habe ich sie alle vergrault. Der Philipp ist gar nicht schlimm. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz auf dich als Podcaster. Also ein Rode M3, da sprichst du rein, du hast ein Interface, das ist der Zoom H6. Und dann benutze welches Audio... Bearbeitungssystem, was hast du da am Start? Natürlich den Goldstandard Reaper mit Ultraschall. Wobei ich es noch nicht abgedatet habe. Also bin mit dem Vierer eingestiegen, das Fünfer habe ich noch nicht, wäre aber eigentlich sehr gut, weil ich diese Ripple Insert Funktion ganz gerne hätte. Ich kam nur noch nicht dazu. Ja, geht mir genauso. Ich wollte immer mal dieses Video gucken, was da die Eigenschaften der Fünfer-Version beschreibt, aber habe ich bisher auch immer noch nicht gemacht. Ja, aber soweit ich weiß, kann man dann halt, und das wäre für mich wirklich ein Ding, weil ich das echt bräuchte, kann man halt dann einfach an einer Stelle sagen, so, und jetzt nehme ich an der Stelle nochmal was auf, und der schiebt halt, macht dann die Lücke einfach so auf, wie man sie braucht, und dann kannst du mitten in den Text nochmal was reinsprechen, und der verschiebt den Rest dann einfach stumpf nach hinten, weil dann ich nehme halt immer noch mal ein Intro und ein kleines Outro immer auf, die dann nicht in der Welt spielen, ne, damit ich einmal irgendwie kurz einleiten kann und zum Schluss dann nochmal Danke sagen und so, weil so ein bisschen, ne, drumherum muss ja dann doch sein. Und da mache ich halt momentan immer noch mal irgendwie ein eigenes Projekt für auf und schneide das dann irgendwie noch da rein und so. Und wenn ich das einfach per Ripple Insert da reinsprechen könnte, wäre natürlich super. Aber ich müsste mich halt mal damit auseinandersetzen. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man da, dass das einerseits von Vorteil wäre, man weiß, das ist eine tolle Funktion, aber man muss halt dann doch gewohnte Pfade verlassen. Ich merke tatsächlich, dass ich mit der Zeit oder mit dem zunehmenden Alter bin ich nicht mehr so experimentierfreudig. Never touch a running system Syndrom. Das zieht sich bei mir. Und wenn sich irgendwas ändert, dann brauche ich wirklich sehr lange, bis ich dann aus meinen gewohnten Bahnen wieder raus bin. Deswegen mag ich überhaupt keine Updates oder so und kriege trotzdem dauernd welche. Naja. Ja, die hören nicht auf, ne? Auf einmal ist da wieder ein Update da. Die Schweine. Ja, das ist wirklich, ja. Und inzwischen habe ich das Gefühl, die Generation der Entwicklerinnen, die haben irgendwie eine andere, die gehen mit den Geräten irgendwie anders um. Die sprechen mit den, also die Interaktion ist anders als die ich noch so, in die ich reingewachsen bin. Also. Ja, aber was ich gemerkt habe, ist, wenn man so mit dieser Podcast-Szene, so die ich ja den Sendegarten und so ja auch so, ne, zuordnen will, so rund um Sendegate rum und so,
wenn du mit den Leuten aufnimmst, dann hast du halt einen relativ kleinen Ablauf, dann ist klar, ne, irgendwer schickt dir die Studio-Link-ID und dann macht man zur Sicherheit nochmal irgendwie einen Double-Ender und gut ist. Und ich habe halt auch schon mit anderen Leuten aufgenommen, so Leute, die, also hier mal mit Moritz Neumeier und Till Reiners, das sind so zwei Comedians, die den Talk ohne Gast-Podcast bei Fritz machen. Und die sind es halt gewohnt, dass sie da irgendwie per Skype oder so sich verbinden. Jeder spricht bei sich irgendwie wahrscheinlich in so ein kleines Aufnahmegerät oder so. Und ja, dann habe ich auch relativ schnell, also wollte halt erst denen sagen, wie denn da mein Goldstandard, mein goldener Weg immer aussieht. Und da ist mir aufgefallen, Leute, ne, das macht überhaupt keinen Sinn, denen das jetzt beizubringen. Sondern ja, redet einfach mal in euer Gerät und schickt mir dann nachher die Spur zu und gut ist. Ja, genau. Also die sind halt da andere Sachen gewohnt, einfach weil die ja selber dann auch nachher nichts mit der Produktion zu tun haben. Und wenn man da selber hier so Sachen macht, na, alleine jetzt irgendwie dann, selbst wenn man nachher die Double-Ender-Spur dann noch irgendwie dazu nimmt, ist es halt schon geil, wenn man die Grundspur dann mal da hat, weil dann kann man die ja nochmal irgendwie miteinander synchron kriegen und so. Und das sind alles Sachen, die haben die ja gar nicht, also die haben zum Teil gar nicht verstanden, wovon ich sprach. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ja, man wird natürlich auch betriebsblind, wenn man sich ein paar Monate oder Jahre dann mit Audioqualität beschäftigt und ich weiß ich, wie wusste ich denn, was vorher, was 44,1 und 48 Kilohertz, was das für eine Bedeutung hat. Ja, das weiß ich ja auch alles immer noch nicht. Ja. Der ist ja dieser Soundcheck von Ultraschall so schön, der mir einfach sagt, ist falsch. Und dann schraube ich das nur dran rum, bis zufällig wieder alles richtig ist. Aber ich habe die zum Beispiel mal jemanden gefragt, sag mal, nehmt ihr euren Podcast dann eigentlich immer lokal auf? Und er sagt, ja, das machen wir immer zu Hause, natürlich. Ja, natürlich. Wo denn auch sonst? Ja, super. Klasse. Was steht auf Ihrem Bildschirm? Eine Blume. Ja, so in dem Stil. Aber das war auf jeden Fall ganz. Ja, es ist dann, also wenn man dann so viel mit Gästen dann macht, und ich mache ja wirklich jede Folge bis jetzt mit Gästen, dann merkt man dann doch so, dass die Arbeitsweisen einfach sehr verschieden sind. Oder ich war auch mal in einem anderen Podcast zu Gast, der, oder schon mehreren so Film- und Serienpodcasts. Und da haben die dann auch immer über Discord dann irgendwie miteinander gesprochen und die dann nimmt die lokale Spur auf und so. Und das ist dann irgendwie alles, wenn man dann, so wie ich, dann doch sehr Sendegate sozialisiert ist, wo man ja dann doch schnell das Gefühl hat, es gibt nur diesen einen richtigen Weg und den nutzt du jetzt bitte, sonst bist du auch ganz schnell, landest du in Teufels Küche. Da muss man sich dann auch erstmal kurz dran gewöhnen, dass dann die Leute nicht den Weg, der natürlich auch, ne, ja auch nicht besser oder schlechter ist als meiner, aber in meiner Wahrnehmung halt dann natürlich ist mein Weg natürlich der Goldstandard, den es gibt, und was Besseres gibt's ja nicht. Ja, ja, da bilden sich auch gewisse Missionen heraus. Also dann, es gibt dann eben genau den einen Weg, und das ist dann der Weg zur Erleuchtung und alle anderen sind verloren. Das ist dann nicht weniger schlimm als die Vorwürfe, die man den Religionsgemeinschaften gelegentlich macht. Oder fast nicht weniger schlimm. Also da kann man sich gerne mal neben sich stellen und gucken, ob man dann vielleicht nicht das Gleiche macht. Das ist das richtig. Ja. Ja, also so, ist halt wirklich, wie ich es gelernt habe, ne, wenn mir irgendjemand sagt, der nimmt bei Audacity auf, dann kriege ich ja schon einen halben Herzinfarkt. Und letzten Endes muss man sagen, ey, ne, in 99,9% der Fälle ist Audacity ja eigentlich auch ausreichend, ist halt die Frage, was du willst. Ja. Ja, eben, es muss nur gut genug sein. Und wir haben ja jetzt gerade in der Pandemie erlebt, was mit welcher geringen Tonqualität wir doch leben können. Also ich denke manchmal. Ich denke manchmal an die wirklichen Tontechnikerinnen, also die früher immer versucht haben, beste Bedingungen zu schaffen, und dann kriegst du heute irgendwelche Reporterschaltungen oder so und es klingt wie aus der Blechdose und es ist überhaupt kaum verständlich. Die müssen jedes Mal in die Tischkante beißen, dass sie sagen, warum haben wir denn vor vielen Jahren so viel Aufwand getrieben, wenn das heute anscheinend mit jedem, also jedes Niveau irgendwie akzeptiert wird. Also das ist da, ja, das kann man ja ganz einfach erklären. Am Anfang war das noch nötig, weil du brauchtest Experten, um da überhaupt einen ordentlichen, ansatzweise ordentlichen Ton rüberzubringen. Ja. Und dann gab es die Stelle ja. Und wenn es die Stelle gibt, dann muss das auch gemacht werden. Kannst ja nicht die Stelle abbauen. Das wäre ja schlimm. Ja, aber allein der Begriff sendefähiges Material. Also ich weiß noch, wie ich früher mit meinem eigenen kleinen Rekorder so einem Band, ach hier, so
Kassettendings rumgelaufen bin und das hatte immer ein fürchterliches Grundrauschen und da hieß es dann immer, nein, weil ich mal ein Praktikum beim Radio machen wollte, damit kannst du nicht aufnehmen, das ist nicht sendefähig, das Material. Also es braucht eine gewisse Qualität und wenn du heute gewisse Sachen siehst und hörst, was da hier über Fernkommunikation zusammengestoppelt wird, das wäre nach der alten Sprechweise eigentlich auch nicht sendefähig, man hat sich aber inzwischen wohl daran gewöhnt. Und das finde ich wirklich interessant. Die Lautsprecher sind jetzt auch besser. Genau. Naja. So, dann veröffentlichen tust du bei Podigy, wie ich gesehen habe. Das ist dann dein Ausspielkanal. Genau. Mhm. Genau, da bin ich immer noch so ein bisschen, ich behaupte das günstigste Paket, weil ich nur alle 2 Wochen veröffentliche und das von der Zeit her dann auch völlig passt. Aber dann merke ich dann doch manchmal, dass das, da ich da ja nur einspurige Verarbeitung über Auphonic drin habe, also halt nur die Gesamtspur nimmt und nicht die einzelnen Kanäle, merkt man dann doch manchmal, dass das noch nicht so ganz optimal ist. Deswegen überlege ich dann doch immer nochmal, ob man das nochmal updatet, einfach um Multitrack zu haben dabei. Aber bis jetzt ist das einfach auch finanziell gerade nicht drin. Ich bin ja immer noch Student. Ja. Wo soll es denn hingehen mit deinem Podcast? Also hast du da irgendwie was vor, da auch mal mit Geld zu verdienen? Oder ist das ein reines und bleibt das ein reines Hobbyprojekt? Hast du da irgendwie Pläne? Ich habe da mir so wirklich Gedanken nicht gemacht. Also irgendwann wäre es vielleicht mal ganz schön, wenn man darüber irgendwie die Hostingkosten oder so wieder reinkriegt. Mehr dass da irgendwann mal mehr rumkommen würde als das, halte ich auch für illusorisch, muss ich sagen, weil es halt einfach sehr nicht nischig ist und mein großes Ziel ist eigentlich, dass ich nachher in meinem eigenen Podcast nur noch mal als Gast auftrete und den eigentlich andere machen und ich dann im Hintergrund alles leite und mir dann irgendwie, so wie du ja merkst, ich rede einfach sehr gerne und das ist aber in meinem momentanen Format rede ich selber halt einfach sehr wenig, weil ich interviewe die anderen Leute und dann könnte ich natürlich auch einfach in der Zeit andere Podcasts dann machen. So. Also ich werde zum Beispiel mache total gerne jetzt bei so diesem Filmpodcast, den Serienpodcast, von dem ich erzählt habe, mache ich ganz gerne mit. Der heißt Halbbild. Die haben dann noch so einen kleinen Extra-Feed gestartet, wo die jetzt über Death Notes und Anime reden. Da bin ich jetzt ab Folge 7 dabei und ich habe auch mal für andere Leute mal eine Liste zusammengestellt an irgendwie absurden Themen, wie man denn mal Filme und so analysieren könnte. Also, keine Ahnung, I Am Mother, falls du den kennst, ist ein Science-Fiction-Film, wo ein Roboter ein Kind großzieht, den könnte man ja auch mal aus pädagogischer Sicht unter Kindesentwicklung Sachen oder so analysieren oder Harry Potter mal als unter dem Blick der Vaterfiguren, wie die sich denn über die Filme entwickeln, da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, halt über die Bücher dann, aber das kann man ja auch über die Filme dann machen. Also da hätte ich halt alles mega Bock zu, nur ich halt momentan auch, also beziehungsweise als Gast würde das ja auch gehen, aber mich kennt halt auch kein Schwein. Und jetzt dafür aber selbst noch einen Podcast aufzumachen, dafür fehlt mir natürlich einfach die Zeit. Also das mit dem Bekanntsein, das ändert sich jetzt. Demnächst wird bei dir Barbara Schöneberger anrufen und dann bist du wieder in der Talkshow rein. Weil das ist ja so. Aber kannst du mir nochmal eben den Podcast, von dem du gerade gesprochen hast, ich habe Heizpilz verstanden, aber so heißt der, glaube ich, nicht. Ne? Wie heißt der? Halbbild. Halbbild. Genau, und die haben halt noch einen zweiten Feed, der ist ein Halbbild Death Note. Und Death Note, also die haben halt, wollten eine Reihe machen zu dieser Death Note Serie und haben gesagt, da machen wir einen eigenen Feed raus, damit unsere normalen Hörer nicht dadurch irritiert werden, dass da noch immer dieser Death Note Kram kommt. Kann man sich jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber es wäre natürlich wieder nicht mein goldener Weg, deswegen halte ich das für grundsätzlich falsch, aber ich bin halt quasi jetzt als Abfolge 7 als Dauergast so ein bisschen dabei. Okay, dann bist du was kann man dich mit 3 Produktion sozusagen im Podcast-Universum finden. Einmal 2 Freunde, ein Gedanke, dann Afaldra, dein eigener, und dann in diesem Halbbild-Podcast-Angebot. Diese 3. Genau. Und halt sonst noch so kleinere Gastauftritte, die es mal so gibt, aber jetzt nichts Wildes. Nee, nur die nicht wilden Sachen zählen wir hier auf. Ja gut, nur dass wir das sozusagen, also das, die Idee der Datenbank ist ja so ein bisschen das Porträt, also dich vorstellen und dass wir sozusagen den Hörenden auch eine Chance geben, wenn sie sich jetzt
an deine Stimme gewöhnt haben und denken, oh, das ist aber ein netter Typ, der erzählt aber lustige Sachen und das Projekt, was er da hat, das ist Falldraht, das ist ja ganz witzig und würde mich auch interessieren, was er an anderen Stellen macht, dass man dann so ein bisschen Spuren legt, auf die man sich dann halt begeben kann. Deine Webseite, deine Einstiegsseite ist link.ee/Avaldra. Was ist der link.ee? Linktree. Da gehst du einfach drauf und dann hast du da alle Links, die du sammelst. Du kannst ja bei Instagram und so immer nur einen Link in die Bio packen, in die Beschreibung packen. Und dann kannst du einfach den Linktree da reinmachen und dann sind da alle Sachen, die du brauchst. Also die Website, also Avaldra, wie heißt es? Avaldra.podigy.de und die mein Facebook-Account dazu und den Twitter-Account habe ich da, glaube ich, auch verlinkt, auch wenn da auf den beiden nicht so viel läuft, weil das meiste läuft von mir dann doch Social Media mäßig über Instagram. Und ja, genau, also das Linktree ist einfach nur so ein Sammelding quasi für alle Links. Ja, ich habe es in meinen Notizen Übersichtsseite genannt, weil man da eben so schön erstmal so sieht, wo bist du überall vertreten, da kann man dann. Aber ich kannte diesen Dienst Linktree gar nicht. Der ist mir fremd. Also gut, dann ist das. Merkt man, dass du nicht auf Instagram unterwegs bist. Das stimmt, ich bin nicht auf Instagram unterwegs. Da haben die das jetzt alle, deswegen musste ich das auch haben. Weil wenn das alle haben. Dann, na klar, natürlich, dann muss man das auch haben. Ja, Philipp, ich glaube, wir sind so ein bisschen durch, ne? Oder hast du noch irgendein Thema, was du ganz jetzt unbedingt hier die Gelegenheit nutzend unters Volk bringen möchtest? Ich habe mir mit meinen Fragen soweit durch. Nö, also wie gesagt, wenn das hier jemand hört, der mitmachen möchte, gerne melden. Wenn jemand auch einen völlig anderen Fiction-Podcast in der Art, wie ich ihn mache, machen möchte und da Hilfe braucht, auch echt gern Bescheid sagen. Also wie gesagt, unseren Harry Potter Radio oder den Personal Podcast von einem Ork aus Mordor oder so, da sind ja alles, das ist ja das, was ich hören möchte. Also wenn jemand die Idee jetzt zum ersten Mal hört und denkt, ach, das ist ja geil, mach das und sag mir Bescheid, bitte. Und ich würde auch helfen, wo ich kann. Ja, und sonst, wenn ihr jemanden braucht, der irgendwie auf komische Art und Weise irgendwelche Filme und Serien analysiert, mache ich das auch gerne. Also ich bin da echt jetzt so ein bisschen in diesen Gasttopf gefallen bei diesen Filmsachen und bin da auch total Fan von. Und wenn ihr hören wollt, wie ich mit Annel der Watz ein Interview unterschiebe, was wir niemals geführt haben, dann könnt ihr auch zwei Fremde einen Gedanke hören. Auch schön. Mir geht gerade durch den Kopf, minutenweise Herr der Ringe Extended Version. Das wird, da wäre er bestimmt sofort dabei. Ja, total, genau. Ja. Das ist ganz genau das, worum es mir halt eben nicht geht. Ne? Also das ist genau der Punkt, dass diese Sachen so ein bisschen, kann man machen, klar, ne? Aber muss man halt nicht. Aber wieso macht man da nicht mal, es gibt so viel Fanfiction zu Herr der Ringe, zu Harry Potter und so, wieso macht man nicht da mal wirklich einen Podcast mit, der dann halt jetzt auch nicht nur einfach Fanfiction vorliest, sondern wirklich ein Fanfiction-Podcast in sich ist. Also wo ne, wirklich dann du als Figur in dieser Welt einen Podcast machst. Das würde ja auch bei Harry Potter, wäre das ja problemlos ins Worldbuilding reinzukriegen. Da sagt man einfach, gut, Radiosendung gibt es da eh schon. Da gab es ja auch diese Harry Potter-Radiosendungen zu Zeiten, da im siebten Band, als dann da gab es ja diesen Widerstandsradiosender und so. Den könnte man einfach weiter betreiben quasi. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das fände ich sowas von geil, wenn das mal jemand machen würde. Und wenn das genug Leute machen, dann gucke ich mal, ob ich mit der Fahrer noch weitermache oder nicht. Sehr schön, ja, lass dich bloß nicht davon abhalten. Setze deine Ideen nach Möglichkeit um. Aber ist klar, die Zeit ist immer begrenzt, aber es ist immer gut, ist es immer besser, man hat mehr Ideen als mehr Zeit und keine Ideen, finde ich. Ja. Auch wenn es weh tut, wenn man viele Ideen hat und weiß, kriege ich doch niemals auf einen, also runtergebrochen, aber ich glaube, es ist besser so, wenn man mehr Ideen als Zeit hat. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, bestimmt. Okay. Dann sage ich schön. Dann sage ich ganz schön herzlichen Dank dafür, dass du uns hier auf der Gartenbank erstens so schön beigesprungen bist, heute so spontan, und dass du auch so schön von deinen Projekten erzählt hast. Wir machen jetzt noch ein bisschen andere Sendung. Du bleibst aber gerne einfach dabei und misch dich immer auch in das Gespräch ein. Also das Prinzip kennst du ja, ne? Genau, ich bin Veteran beim Sendegarten. Ah, super. Ja gut. Es kann nur sein, weil ich höre euch ja sehr gerne zum Einschlafen. Also wenn von mir nichts kommt, einfach mal laut rufen. Alles klar.
Gut, dann gehen wir hier von der Gartenbank herunter und würden jetzt ins Querbeet kommen, wenn wir da Themen hätten. Schauen wir mal. Wir gehen einfach mal ins Querbeet. Gucken wir mal. So, offiziell eingetragen hier in der Liste ist nichts, aber das soll ja nichts heißen. Hat jemand von euch irgendeine Technik oder eine Veränderung in der Podcast-Welt wahrgenommen, die wir vielleicht kurz ansprechen könnten? Sonst, also die auffälligste ist ja vielleicht hier mit unserem Chat, dass sich da möglicherweise was ändert. Aber ich bin da nicht sprechfähig. Ich weiß nicht, ob wir das noch vorbereiten müssten. Da gibt es im IRC irgendwie Änderungen. Bitte, Vera, bitte. Ich bin da auch überhaupt nicht im Thema. Ich weiß nur, dass sich das da irgendwie was ändert und dass man wechseln sollte und so. Aber Claudia weiß da, glaube ich, mehr Bescheid, als wir. Ja, genau. Wollen wir warten, bis sie wieder da ist? Oder wollen wir das hier versuchen zu rekonstruieren mit der Hilfe von Lars und Sebastian? Könnt ihr das überhaupt? Wollt ihr das überhaupt? Wir können gern warten. Nicht? Also ich müsste mich jetzt auch erst nochmal einlesen. Also es gab da irgendwie einen Wechsel des Technikteams hinter Freenode aufgrund eines neuen Betreibers, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Und aber was genau die Hintergründe waren und so weiter und so fort, das kann ich jetzt auch gerade nicht aus dem Stegreif machen. Aber da gibt's was Neues und da kann man sich jetzt für registrieren. Und wir hatten da jetzt, glaube ich, auch schon mal versucht, den Account zu wechseln. Aber das erste Mail ist raus, genau. Erster Versuch der Kontaktaufnahme ist raus. Genau, das wird natürlich jetzt auch ein bisschen überstürmt und vielleicht gibt es da auch einfachere Wege, den Account umzuziehen oder einen neuen anzulegen. Das habe ich mir auch alles noch nicht angeschaut. Und genau. Gut, also wir halten das im Auge und warten mal auf. Also Claudia scheint da wirklich gut im Thema zu sein. Die hat das, glaube ich. Und irgendwann ist sie vielleicht auch mal wieder da, denn die ist grundsätzlich, gehört sie nach wie vor zum Team. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wir haben viel Kommunikation miteinander, also das ist gar keine Frage. Nur es gibt halt ganz dummerweise immer so Paralleltermine, die sie davon abhalten, hier teilnehmen zu können. Aber das soll sich irgendwann auch mal wieder ändern. Also das ist jetzt kein Dauerzustand, dass sie nicht mehr dabei ist. Also von da möchte ich die Sorge nehmen sozusagen. Und vor allen Dingen können wir die Gelegenheit nutzen und die Claudia mal eben hier von dieser Stelle aus herzlich grüßen. Schöne Grüße nach Wien. Ja, Grüße. So. Grüße. Haben wir sonst noch? Ich habe nichts. Aber ich bin auch nicht so aufmerksam im Moment, was Podcastland angeht. Aber wenn wir nichts haben, haben wir nichts. Ich könnte aus der weiteren Umgebung des Podcast-Landes versuchen, ganz kurz eben einen Satz loszuwerden. Ja. Die Software, um die es geht, ist gerade schon genannt worden, Audacity. Die ist im Moment gelegentlich mal in den Schlagzeilen, weil aus dort auch ein Eigentümerwechsel gab. Audacity wurde übernommen von einem Unternehmen. Und die haben also kürzlich schon mal die Idee gehabt, dort eine Telemetrie einzubauen mit Yandex und Google Analytics. Die sagten zwar, das wäre optional gewesen und wäre nicht Default, aber natürlich gab es dann in der Open Source Szene, die also dort, Audacity ist ja ein Open Source Projekt, dort gab es also, sagen wir, recht vehementen Widerstand dagegen und das wurde erstmal aufgegeben. Und jetzt gab es erneute Schlagzeilen, weil die Lizenz sich ändern könnte, denn man möchte Audacity möglicherweise eben auch noch bei anderen Plattformen unterbringen können, zum Beispiel als iOS-App oder so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist jetzt ein gefährliches 16-Wissen, ist also die genutzte Lizenz möglicherweise nicht ganz gut geeignet, um zum Beispiel im Apple App Store unterzukommen. Da stellt sich Apple, wenn ich das richtig verstanden habe, gerne mal quer bei dieser Lizenz und deswegen überlegt man offenbar bei Audacity eine neue Lizenz zu nutzen, eine andere Lizenz zu nutzen und damit das wiederum geht, sollen also Menschen, die Code beisteuern zu Audacity, ein Agreement unterzeichnen und das ist im Moment wohl der nächste Block, über den es dort Ärger gibt. Oha. Das kann man sich also mal im Auge behalten, wie da die Entwicklung weitergeht.
Ja, also Hintergrund ist wohl auch, dass vermutet wird, dass es dann eher so das Gerücht, was umhergeht, dass durch diese Lizenzänderung eventuell auch eine Kommerzialisierung Absicht sein könnte. Dem wurde aber schon widersprochen. Aber das kann natürlich trotzdem irgendwie der geheime Masterplan sein, der da irgendwie im Hintergrund ist. Aber das ist wirklich eher so verschwörungstechnisch einzuordnen. Erstmal, bis man da genaueres weiß. Ja, soweit ich weiß, das Unternehmen, das es gekauft hat, übernommen hat, ist wohl im Software-as-a-Service-Bereich, glaube ich, unterwegs. Soweit ich das weiß, also es wäre jetzt keine, nicht sehr aus der Luft gegriffen. Genau, ja. Okay, also die bisher freie Lösung Audacity könnte perspektivisch vielleicht gar nicht mehr so frei sein. Ja, das muss man mal sehen, ob man vielleicht auch so eine Art Freemium-Geschichte findet irgendwann, dass man sagt, ja, es ist Open Source und du kannst halt einen Grundstock an Funktionen nutzen und es kostet anderes irgendwann Geld. Das muss man ganz eindeutig sagen, das ist wirklich Spekulation. Moment weisen die alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, weit von sich und sagen, das ist alles nur dafür und dafür und dafür und das ist doch alles ganz harmlos. Das muss man eben einfach mal sehen, wie das in der Zukunft sich entwickelt. Aber sagen wir, bei Audacity ist im Moment ein bisschen Leben in der Bude. Okay, falls das dem einen oder der anderen so unter die Füße kommt, dass da irgendwas, dass das Schlagzeilen macht oder so, dann ist das schon mal hier an dieser Stelle jedenfalls erwähnt und aufgeklärt worden. Niemand hat die Absicht, eine Paywall zu errichten. Ah ja, genau. Ab wann gilt das? Ich würde sagen, unverzüglich. Ja. Ja, das ist ja leider so, ne? Also, dass die Sachen, also irgendwie kommt jemand, winkt mit Geld und dann ändern sich dann doch die Dinge gelegentlich. Aber gut, wir müssen ja nicht vom Allerschlimmsten ausgehen. Also, wer weiß, was passiert. Egal. Gut, dann beenden wir das Querbeet. Wenn alle nicken. Ah, ich höre nicken. Gut. Ich nicke, ja. Und kommen wir zum Blökalender. Zu Beginn des Abends sagte Lars, er kommt irgendwie an die Daten nicht ran, die er da jetzt für den Blühkalender braucht. Da er jetzt aber nicht ein Veto eingelegt hat, vermute ich, du hast in der Zwischenzeit einen Weg gefunden, die Datei dir wieder zugänglich zu machen. Und deswegen bin ich mal neugierig auf die Termine der nächsten Zeit. Ja, das funktioniert auch. Und hier sind die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Am 9. Juni soll der Deutsche Podcast-Preis vergeben werden. Da ist inzwischen klar, dass das eine virtuelle Veranstaltung ist und dass das Ganze auf der Webseite übertragen werden soll. Informationen dazu und die Liste der nominierten Projekte gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de. Am 24. Juni gibt es das Podcasting-Meetup Franken. Als Themen gibt es da Reichweiten-Hacks und ein Podcast-Festival. Beginn ist hier um 19 Uhr. Alles Weitere gibt es in der entsprechenden Meetup-Gruppe. Am 28. Juni gibt es eine Online-Veranstaltung vom Podcast Club Switzerland. Da geht es um Erfahrungsaustausch zu digitalen Audio-Workstations, DAW. Das Ganze läuft via Zoom und startet um 19 Uhr. Für Juli ist das nächste Funheim geplant. Dazu folgen noch weitere Infos. Ich habe da heute noch nichts weiter zu gefunden. Ein bisschen vage ist auch noch das Pottruhe-Treffen im Unperfekthaus in Essen. Da ich das jetzt nun selber organisiere, kann ich sagen, es ist immer noch ein bisschen wackelig und kippelig. Vom Unperfekthaus kam die Tage eine Mail, dass die bald wohl wieder aufmachen wollen. Aber ich bin weiterhin angesichts der pandemischen Lage da unsicher, ob es sinnvoll ist, ein Pottruhe in Präsenzveranstaltung zu machen oder nicht. Ich denke, in den nächsten 1-2 Wochen werde ich da eine Entscheidung treffen. Weil auch der nächste Termin ist noch ein bisschen vage. Da steht einfach irgendwann im Hochsommer, da soll es ein Podcamp geben. Für weitere Informationen kann man aber zwischenzeitlich podcamp.de schon mal im Auge behalten.
Und das wäre es für heute auch schon. Links zu den Veranstaltungen, gerade eben auch bei Remote-Veranstaltungen, zum Beispiel für Zoom und so weiter, das alles findet man im Wiki, im Sendegate. Und da es ein Wiki ist, ist es offen für weitere Einträge. Wenn man also eine Veranstaltung hier genannt haben möchte, am besten einfach dort eintragen. Und ich nehme das dann in die nächste Sendung mit auf. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Lars. So, dann wissen wir, was in Podcastland so los ist. Und dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen, die ich diesmal ein bisschen anders ansetzen möchte. Mal gucken, was ihr zu dem Vorschlag sagt. Die Setzlinge bitte. Die Setzlinge, das sind ja bisher eigentlich immer so Zufallsgeschichten, wie man gerade so mal mitbekommen hat. Und ganz oft sitze ich ja hier und sage, boah, ich habe nichts mitbekommen. Und dann gibt es halt keine Setzlinge. Aber eigentlich ist es dumm, dass wir nicht die Möglichkeiten nutzen, die das Internet bietet, insbesondere die FIT-Datenbank oder der Christian bietet. Es gibt nämlich eine Nullnummern-Kuration bei ihm. Er hat eine Nullnummern-Kuration eingerichtet. Das heißt, alle Podcasts, die zum ersten Mal da in die FIT-Datenbank reinrauschen, die werden in einer Kuration gepflegt. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns einfach jetzt spontan in diese Nullnummern-Kuration reinklicken und wir machen einfach, jeder guckt sich vielleicht einen Podcast aus, der vom Bild oder vom ersten Eindruck irgendwie interessant ist, liest den Klappentext davor und das ist dann einfach nur der Hinweis darauf, dass es diesen Podcast gibt. Was haltet ihr von der Idee? Finde ich gut, wenn man mir bloß mal einen Link schicken wird. Ich bin nicht so fit unterwegs. Also ich weiß nicht, wo ich diese Kuration finde, einfach. Ja, da bin das es ist hier im Trello ist ein Link eingetragen, Trello. Aber das Trello macht ja Probleme, genau. Jetzt muss ich mal gucken, wie kriege ich. Ja, ich bin schon im Trello, Moment, da. Ah, da. Hast du? Oder schiebe ich dir das jetzt über einen anderen Kanal noch zu? Nee, ich hab's und ich hab auch schon einen. Hast du einen Favoriten? Ich hab auch schon vom Namen her einen gefunden, den ich gut finde. Okay, dann lass mal hören. Wer gefällt dir? Der Podcast heißt Keine Gnade für die Wade. Ein Gerard-Podcast. Finde ich super. Tipps, Tricks und Touren mit Allrounder Daniel und Downhiller Klaus. Ja, und der Klappentext? Also wie beschreiben die sich selber? Allround-Radler Daniel und Downhiller Klaus sind zwei radverrückte Oberösterreicher. Unter dem Motto Radtotal nehmen sie alle mit auf ihre tollsten Touren, auch mit dem Mikro, Ausrufezeichen. Außerdem gibt es in diesem Radpodcast jede Menge praktische und nützliche Tipps, Experteninterviews, viel technisches Know-how und die geheimsten schönen Hotspots von Insidern. Ja, das abonniere ich das doch mal gut, direkt. Ne? Ja, keine Gnade für die Wade. Also ein Setzling von Vera. Sehr gut, sehr gut. Lars, machst du auch mit? Hast du auch Lust? Ich habe mir mal einen rausgeguckt, wo ich jetzt den Eindruck habe, da treffe ich nicht irgendeinen Fettnapf. Weil da scheinen mir auch ein paar Sachen dabei zu sein, wo ich jetzt das nicht vorschlagen wollen würde. Ja. Aber ich habe gesehen, es gibt ein Projekt namens Ach Mensch von Detektor.fm und der Klappentext da ist: Der Mensch besitzt erstaunliche Fähigkeiten. Er denkt und spricht, gründet Kulturen und Religionen, schafft Kunst und Bauwerke, aber auch jede Menge Probleme. Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen sind Fachleute für alles Menschliche. Im Podcast Ach Mensch spricht Detektor FM-Moderatorin Lara Lena Gödde mit ihnen über ihre Leidenschaft für diese Themen, ihren Alltag und ihre persönliche Motivation. Ach Mensch ist eine Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Fein, dankeschön. Sebastian, hast du dir auch einen rausgesucht? Ich bin noch am Überlegen, aber dieser Datenschutz-Podcast, Data Agenda, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich jetzt privat mal reinhören würde, ob das etwas Interessantes ist. Ist die Folge vorgeschlagen, Schrems 2 und die Folgen für die Nutzung von Bürosoftware in Deutschland mit dem Talkgast Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Ja,
10 Minuten ist natürlich sehr kurz für einen Podcast. Oh, aber ja. Vielleicht müssen die noch warm laufen. Keine Ahnung. Aber den hätte ich auch beinahe genannt. Das ist natürlich quasi, wir haben natürlich ein Auge auch immer auf die Datenschutz-Podcasts. Und die, da gibt es inzwischen eine ganze Menge. Also das ist wirklich ein sehr dankbares Thema. Da lerne ich echt auch für die Arbeit einiges. Das ist ganz interessant. Ja, super. Haben wir schon drei. Guck mal, wie schön das geht. Philipp, hast du auch das vor Augen, gerade zufällig? Ja klar, ich hätte sowieso einen genannt bei den. Ja, Deswegen, super, dann ist egal, du musst dich auch nicht an diese Regel da halten. Mach ja, einfach. Aber ich höre den Nullnummern-Feed, beziehungsweise gucke da immer rein, ob was da gerade so dabei ist und bin da auf den Systemsprenger-Podcast gestoßen. Ich kann mal eben vorlesen. Der Podcast über eskalierende Kinder und Jugendliche und Hilfesysteme, die sie halten sollen, aber nicht immer können. Wir versuchen zu verstehen, woran das liegt. Und wir suchen nach Lösungen. Und ich habe den halt schon gehört, also ich glaube 2 reguläre Folgen gibt es da bis jetzt. Und ich weiß nicht, ob er den Systemspringer-Film kennt. Ja, der lief ja jetzt letztens im Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Ich habe ihn leider verpasst. Ich habe ihn auch ein junges, noch nicht also gesehen. Das Aufwachsen eines jungen Mädchens, glaube ich. Ne? Die, also das genau, da geht es um ein Mädchen, was einfach im gesamten Schul- und ja, Sozialsystem, Erziehungssystem irgendwie der nicht reinpasst und dann irgendwie da, versucht dann noch irgendwie mit klarzukommen. Und einer der beiden, ich weiß jetzt gerade leider nicht welcher, das wird von 2 Männern gehostet, einer der beiden hat halt da auch irgendwie dran mitgeschrieben oder hat irgendwie beraten, weil er halt selber in dem Bereich tätig ist. So für, in dem Bereich von, ich glaube, ja, Schwerziehbaren würde man glaube ich sagen, auch wenn das ein ja, schwieriger Begriff ist und ich mag den bis jetzt sehr gerne, weil die ganze Zeit darauf abheben, dass es beim Systemsprenger eben nicht darum geht, dass diese Kinder irgendwie das Problem sind und das System kaputt machen oder so, sondern dass es halt eigentlich darum geht, dass die Systeme einfach versagen an manchen Stellen und das nicht hinbekommen und dass es natürlich nicht an den Kindern liegt, sondern einfach an den Systemen drumherum und dass die dann nicht funktionieren. Und die nehmen halt wohl immer so ein Beispiel, also die bauen sich, glaube ich, dann immer aus so verschiedenen echten Fällen dann so ein anonymes Beispiel zusammen, was man dann aber auch, wenn man in dem Bereich so ein bisschen tätig ist, und ich habe auch schon so 1-2 Fälle in dem Bereich so kennengelernt, wo man so ein paar Anleihen dann doch wiederentdeckt, wo man denkt, okay, das Kind könnte ich kennen. Einfach weil die das so gut zuschneiden, dass das also wirklich dann sehr, sehr plakative, gute Beispiele sind. Und erzählen dann diese Beispiele und man arbeitet halt immer daraus, immer gut heraus, was eigentlich das Problem da ist und dass es eben nicht dieses eine Problem gibt, sondern dass es immer ganz viele sind und dass jedes Zahnrad im System im Grunde versucht, seinen Job zu machen, aber es genau deshalb dann in diesem Fall nicht funktioniert. Mhm. Ja, super. Danke für den Tipp, also oder für die Erwähnung, sagen wir mal. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass das die Besten sind und die man unbedingt hören muss, aber also bei denen, die wir jetzt hier vorschlagen jedenfalls. Ihr wisst, was ich meine. Es ist keine Wertung damit verbunden. So, das wollte ich damit sagen. Ich jetzt bei meinem sagen würde, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, du würdest ihn empfehlen, genau. Das ist ja auch etwas anders als dieses System, was ich gerade vorgeschlagen hatte. Den hast du ja, glaube ich, mitgebracht, ja. So rum. Ja, wobei, genau, beides ist aber auch im Nullnummern-Feed drin. Wow, 2 Fliegen mit einer Klappe. So, ich habe, vielleicht habe ich mich jetzt so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen vorbereitet, weil ich, also mein Blick fällt hier auf einen Podcast, der heißt Der psychedelische Reiseführer. Ich würde das jetzt nicht zu einer Empfehlung machen, aber ich finde es einfach vom Titel her ganz witzig. Der psychedelische Reiseführer heißt es hier mit dem Untertitel Don't Panic. Ein Rundum-Guide über entheogene Heilpflanzen, Pilze und Derivate und den Umgang mit diesen. Angestoßen durch die aktuelle Renaissance ihrer wissenschaftlichen Erforschung führt uns diese audiojournalistische Reise von Studien, Psychotherapie und Risiken entlang Ethnobotanik, Kultur und Geschichte hin zu Ritualen und Sehenswürdigkeiten auf der Landkarte psychedelischer Themengebiete. Was erwarten wir von Substanzen wie LSD und Psilocybin?
Warum genau sind Set und Setting so relevant? Was sagen Wissenschaftler und Schamanen über den Flug der Seele? Welche Gefahren birgt der Konsum? Was können Forschung und Erfahrung mit Psychedelika über Gehirn, Geist und Gesundheit aussagen? Vielfältige Perspektiven und Interviews mit Gästen aus diversen Fachrichtungen werden das Thema möglichst umfassend ergründen, um Meinungen und Bewusstsein bilden zu können. Zitat: Das Reisen führt uns zu uns zurück, von Albert Camus. Also das ist mir ins Auge gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das genau das Gegenteil von dem, was ich gut finde, aber das Bild ist schön bunt. Ne? Warum haben Sie da den Wein gekauft? Der hatte so ein hübsches Etikett, genau. Also der Klappentext hat mir gefallen, den will ich mal erwähnen hier. Nicht, dass ich jetzt dazu aufrufe, irgendwelche Substanzen zu sich zu nehmen. Ja, also nicht, ich will nicht falsch verstanden werden. Das muss alles jeder selber mit sich ausmachen. Aber ich mache da keine Empfehlung. Besser, man lässt die Finger davon. Egal. Gut, dann wären das jetzt mal die Setzlinge. Also es gibt eben diese Nullnummern-Kuration. Das kann auch jeder für sich selber dann gerne im Auge behalten. Oder wenn jemand von den Hörenden da irgendwie was findet und sagt, oh, das ist mir ins Auge gefallen, gerne mal kurz einen Hinweis geben, dann nehmen wir den hier mit auf. So können wir aber die Setzlinge ein bisschen, sagen wir mal, formalisieren. Also dass wir tatsächlich was haben, ohne dass wir immer auf die eigene Wahrnehmung angewiesen sind. Denn ich muss gestehen, meine eigene Wahrnehmung wird nicht besser mit der Zeit. Ich habe da echt einen Tunnelblick inzwischen. Ich habe meine kleine eigene Blase, die sehe ich, die Podcasts, die ich halt immer gerne höre. Und wenn ich sowas Tolles passiert wie heute, dass wir einen Gast bekommen mit einem Angebot, was fernab meiner eigenen Wahrnehmung liegt, dann drehen wir uns hier immer nur im eigenen Saft. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen blöd. Guti gut. Dann, ja, ich höre noch was, bitte. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, müssen wir noch eine Veranstaltung nachtragen. Eine Veranstaltung, der wir eher doch ziemlich nahe stehen, die aber tatsächlich immer noch nicht im Wiki drin war. Nämlich, da gibt es so ein Ding, das heißt Podstock. Sebastian, kannst du dazu was erzählen? Ja, das ist beim letzten Mal schon aufgefallen und da hatten wir dann, habe ich anscheinend nicht mir notiert, das mal nachzutragen. Genau, das Podstock findet dieses Jahr wieder digital statt, leider vom 13. bis 15. August. Genau, weitere Details folgen da in den nächsten Wochen, sowohl zum Programm, also wie man sich da beteiligen kann und ja, was wir alles so planen, das wird dann in den nächsten Wochen von uns noch verkündet. Ja, und ach so, ja, wie letztes Jahr auch der Aufruf, wir haben es immer noch auf der Seite, da wir die Kulturherberge auch weiterhin gerne nutzen würden, wäre es natürlich toll, wenn man die jetzt noch über diese schwere Zeit etwas hinweghelfen kann und dort vielleicht nochmal wieder eine Spende abwirft, wenn das möglich wäre. Das wäre ganz prima, da freuen die sich. Und die haben sich auch schon mal zwischenzeitlich bei uns extrem bedankt im Namen aller, die gespendet haben. Und also das Geld kommt an und wird da auch gerne angenommen und hilft da auch weiter. Ja, das ist ein wichtiger Termin und die Kulturherberge ist ein guter Ort. Ja, prima. Danke für den Hinweis und für die Ergänzung. Vera hat gut aufgepasst. Wenigstens eine, die auch Augen offen hält hier. Super, na, danke. Super. Also ich sehe, dass Vera den initialen Hinweis gegeben hat, oder? Habe ich das irgendwie falsch nachverfolgt hier? Ich habe so einen kleinen Schubs gegeben, ja. Genau, ja, so einen ganz kleinen Schubs. Du hast das auch fein gemacht, Lars. Oh! Es ist doch jede Teamleistung. Wir sind immer nur so gut wie das schwächste Glied im Team hier. Das ist besonders fies, wenn die Folge scheiße ist und dann liegt es am Gast, heißt das ja immer, oder? Nee. Den Gästen kann man das beim besten Willen nicht vorwerfen. Nee. Wir können, nee, das Team ist ja immer gleich.
Ja, aber ich, nee, also wenn wir Gäste haben, die sind ja nicht dafür verantwortlich, dass hier irgendwas Gescheites passiert. Also wenn du auf eine Party gehst und die Party ist scheiße, dann bist du doch nicht schuld. Oh, du weißt nicht, wie ich feier. Okay. Stimmt, ich kann es nicht wissen. Ich hatte das jetzt nur vermutet. Ja, also als Gastgeber übernehme ich schon die Verantwortung dafür, was hier gut und was nicht gut läuft. Dann muss ich ja schon. Also ja. Ach ja. Nein, wir sind ein Team und wir gehen gemeinsam unter. Auch nicht. Oh, es wird immer besser. Herrlich. Okay, es wird besser und wir kommen jetzt deswegen auch zu den Blütenschätzen. Juhu! So, und da haben wir mal eine Hörerzuschrift bekommen, und zwar vom Dirk. Und zwar von dem Dirk, der mit dem Dirk Prims verwechselt wurde. Also nicht der Dirk ist, der mit dem Dirk Prims verwechselt wurde, sondern tatsächlich der Dirk, der mit dem Dirk Prims verwechselt wurde. Also der dritte oder der zweite, wenn man so will. Der hat einen Hörerschatz, einen Hörerblütenschatz, ein Hörerschatz ist auch gut, ein Hörerblütenschatz und bezieht sich dabei auf die Folge 122 des Sendegartens. Und zwar, ja, tatsächlich, der Sendegarten ist ein Blütenschatz. Da musste ich dreimal lesen den Satz, weil ich erst gedacht habe, wo ist denn der Blütenschatz? Aber das ist der Blütenschatz, der Sendegarten. Und zwar die Minute 214 bis 215. Das ist, ich habe da mal reingehört, ich habe es leider nicht mehr rausgepoolt jetzt hier. Das ist der Moment, wo ich den Blühkalender anmoderiere und dann aber irgendwie die Übergabe zum Lars hin ganz in die Buchse geht. Und wir reden dann die ganze Zeit aneinander vorbei. Und das ist so wunderschön. Und der Gast, das ist der Thomas gewesen, der sagt dann, hier nichts schneiden. Das ist auch alles da drin. Und es ist ziemliches Chaos. Eigentlich eine Stelle, für die ich mich schäme, dass wir eben so chaotisch sind manchmal. Aber anscheinend ist das genau das, was zumindest dem Dirk, der nicht der Dirk Prims ist, gefällt. Und er hat das zum Blütenschatz gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße dafür. Und Dank dafür, meine Güte. Es wird nicht besser mit meinem Gehirn. So, dann habe ich den nächsten auf der Liste, das ist der Lars. Du hast auch einen Blütenschatz mitgebracht, sag mal. Ja, tatsächlich war ich ja hier mit Renovieren intensiv beschäftigt und habe dabei sehr, sehr viel von meiner Playlist und von nicht gehörten Episoden weggeschnupft. Darunter ist auch eine Episode von 2019 vom Lautsprecher, einem Projekt von Tim Pritlaff. Und mein Blütenschatz ist der Lautsprecher Folge 19, HR2, der Tag, ein Gespräch mit Florian Schwinn. Die Beschreibung der Episode selber ist auf der diesjährigen Subscribe 10, die vom 22. bis 24. März in Köln in den Räumen des Deutschlandfunks stattfand, also wie gesagt 2019, fand ich mich auf der Bühne mit Florian Schwinn zusammen. Florian Schwinn ist Moderator und Redakteur der Sendung HR2 der Tag des Hessischen Rundfunks und dort schon seit fast 40 Jahren aktiv. Wir sprechen über die Art und Weise, wie diese Radiosendung täglich entsteht, über die redaktionelle Arbeit und den Umgang mit Politik und Politikern. Als Beitrag zum Lautsprecher erschien mir diese Sendung gut geeignet zu sein. So. Die habe ich jetzt endlich mal gehört und ich habe es vorgelesen, weil es eigentlich die Episode auch am besten besser beschreibt, als ich sie beschreiben könnte. Wie also diese Sendung täglich entsteht, was sie dort erlebt haben, ein bisschen Anekdoten und so weiter. Und der Herr Schwinn, der spricht dort sehr locker und plaudert auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich fand das eine ganz toll zu hörende Folge und deswegen ist das mein Blütenschatz. Prima, der Lautsprecher, dass es denn überhaupt noch, also dass der noch da ist. Ne? Total. Früher habe ich das auch regelmäßig verfolgt, als ich noch selber auf der Suche war, wie kann man überhaupt Podcasts machen, da war das eine total gute Hilfe. Aber inzwischen habe ich das aus den Augen verloren. Es gibt auch keine neuen Folgen, aber schön, dass es die alten noch gibt und schön, dass man die noch mit Genuss nachhören kann. Toll. Das finde ich gut. Die fand ich auch so weit zeitlos, dass ich jetzt nicht sagen würde, ja, es war jetzt alles total Banane jetzt zwei Jahre später oder so, sondern den Einblick da finde ich auch heute noch sehr spannend. Also, wie gesagt, eine Empfehlung. Prima.
Dankeschön dafür. Dann mache ich einfach mal frech weiter, weil ich hier auf der Liste stehe. Dann lassen wir dem Gast sozusagen das Ende. Also ich habe zwei Blütenschätze. Das eine ist, wir sagen ja immer, was uns gefallen hat, was uns Gutes passiert ist, einfach die Tatsache, dass ich diese Woche meine erste Impfung bekommen habe. Und zwar nur, weil eine Kollegin mich auf eine Möglichkeit hingewiesen hat, auf eine Webseite, die für einen Bruchteil, also für eine Stunde, wenn es vielleicht lang war, ein paar Termine angeboten hat. Jetzt war dann auch ganz schnell wieder alles zu. Und sie hat mir im richtigen Augenblick den richtigen Hinweis gegeben und deswegen hat das bei mir funktioniert und ich bin nach wie vor super dankbar. Das ist also meine Heldin der Woche. Ich danke dir. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber ich glaube ja auch nicht, dass sie das hier hört, aber egal. Es gibt einen Menschen in dieser Welt, das ist eine Kollegin von mir auf der Arbeit und der danke ich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich dafür, dass sie an der Stelle an mich gedacht hat und mir diesen entscheidenden Hinweis gegeben hat. Bevor das passiert ist, hatte ich mir aber auch schon einen Blütenschatz ausgedacht und das ist eine Folge der Flachlandreporter. Das ist ja ein Podcast von Sascha Erler vom RBB und Thomas Nädler, der für den NDR arbeitet, die das aber quasi privat machen. Also das sind zwei Reporter, die sich hinsetzen und sich gegenseitig aus ihrem Reporteralltag erzählen. Ich finde das immer sehr angenehm zu hören. Ich finde beide Typen angenehm, auch die Art und Weise zu hören, wie das Reporterleben überhaupt so funktioniert. Also die Flachlandreporter ist für mich immer wieder ein Podcast, den ich mit Genuss höre. In der letzten Zeit sind ein paar weniger Folgen entstanden. Ich weiß nicht genau warum, aber es gab jetzt zum Beispiel eine Sonderfolge, da hat der Thomas Nädler einen Alleingang gemacht, der hat den Sascha Erler in die Ferien geschickt und hat einen Alleingang gemacht und zwar hat er sich unterhalten mit einem Kameramann, der auf einer Intensivstation die Corona-Situation verfolgt hat. Jetzt wird man denken, hä? Gab es da nicht sowas von Charité Intensiv, die Station 43? Ja, das gab es. Aber wenn wir bei der Charité sozusagen die Hochleistungsmedizin eines Krankenhauses wie der Charité gesehen haben, dann sehen wir bei dieser Reportage ein einfaches Krankenhaus in Uckermünde. Wie ist das auf einer Intensivstation in Uckermünde während Corona dritte Welle? Das hat ein Fernsehteam des NDR begleitet. Und der Thomas Nädler vom Flachlandreporter-Podcast hat sich mit diesem Kameramann unterhalten, der das da gedreht hat, also der zu dem Team gehört hat und hat so ein bisschen nachgefragt, wie das denn war, so nah an die Menschen ranzukommen, die ganzen Umgebungsbedingungen, die es da so gab. Und hier im Klappentext steht, ein Kameramann des NDR hat in der Intensivstation in Uckermünde gedreht. Eine Woche lang, da war Corona noch sehr präsent. Herausgekommen ist eine Nordreportage, der Titel Außer Atem. In einer Sonderfolge der Flachlandreporter erzählt der Kameramann Thorsten Eichler davon, wie er sich möglichst unauffällig durch die ungewöhnliche Situation gearbeitet und wann er dabei die Kamera ausgemacht hat und warum er kurz überlegen musste, ob er diesen Dreh wirklich macht. Sowohl das Interview ist hörenswert, als auch die Nordreportage dazu, also Außer Atem, ist sehenswert. Mir geht das jedes Mal wirklich an die Nieren, wenn ich sehe, wie da auf den Intensivstationen ums Überleben gerungen wird. Und Corona ist wirklich ein Arschloch, das muss man wirklich sagen. Ja, das ist mein Blütenschatz. Danke. Ich habe vorhin den Menschen in den Impfstationen gedankt. Ich kann auch wieder hier nur den Dank an die Menschen auf den Intensivstationen, Pflegende und Behandler geben. Also für viele ist das ja wirklich nur ein leichter Schnupfen oder etwas, was man leicht wegdiskutieren kann. Aber es gibt ein paar Ecken in unserem Land, da ist Corona wirklich ein Problem. Und das ist zum Beispiel da in der Intensivstation in Uckermünde zu sehen, wie die Leute sich da bemühen um ihre Patienten und wie es ihnen in die Glieder fährt, wenn sie den Kampf verloren haben. Das ist schon hart. Und ich finde es, obwohl es natürlich eine Grenzüberschreitung ist, wenn man da als Kamerateam reingeht, bin ich trotzdem dankbar dafür, dass da Menschen hingehen und das dokumentieren, damit ich es auch sehen kann, ohne dass ich jetzt als Einzelperson in so eine Intensivstation reinlatschen muss. Ich will mich nicht am Leid der Menschen ergötzen, aber die Wahrnehmung des Problems wird dadurch einfach nochmal viel, viel deutlicher, wenn man also diese Bilder sieht.
es ist wirklich kein leichter Schnupfen. Und alles, was wir machen, so kompliziert und blöd es vielleicht auch ist, hat seinen guten Grund, warum wir das tun, finde ich, nach wie vor. Ha, viele Worte, egal. Ja, das war also mein Blütenschatz. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Philipp, was hast du mitgebracht als Blütenschatz? Ich hätte zwei, wenn das okay ist. Na klaro. Und zwar einmal vom Heldendumm-Podcast. Das ist der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. das sind zwei Typen, die nehmen immer sich so ein, ja, eine Figur raus oder auch irgendwie ein Ereignis oder irgendwas, nur was sie halt spannend finden. Und also einer von denen sucht sich sowas raus und erzählt es dann dem anderen. Der andere spielt dann aber immer die Hauptfigur in dieser Geschichte. Also der muss dann immer in die Rolle dieser Hauptfigur schlüpfen. Mhm. Also der keine Ahnung hat, muss dann immer sagen, was er tun würde. Während der andere dann da immer dagegen hält, was dann halt so in Wirklichkeit passiert ist. Also ein super lustiges Format. Und da haben die jetzt die aktuelle Folge von Staffel 2, Episode 7, Formel Hans. Da geht es um einen Formel 1-Fahrer, der ja irgendwo da bei einem Rennen sich in ein Rennen reingemogelt hat, für das er gar nicht qualifiziert war und dann trotzdem irgendwie mitgefahren ist. Und ich will es jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber es ist eine super, super lustige Geschichte, wie der da noch irgendwie mit Tricks und den hier diesen Grid Girls, die es ja damals wohl noch gab, also die wahrscheinlich recht leicht bekleideten Frauen, die da irgendwie immer dann bei den einzelnen Autos da irgendwie standen und so, dann noch gebraucht hat, und damit er sich da irgendwie auf die Rennstrecke schmuggeln kann. Also sehr, sehr geile, lustige Folge. Schön. Und mein zweiter Blütenschatz ist die neue Staffel von Creature Feature. Das ist so einer der Podcasts, die ich bei meiner Suche nach Fiction-Podcasts gefunden habe. Das ist ein selbstproduzierter Hörspiel-Podcast, der aber vom Format auch als Podcast sehr gut funktioniert. Also dadurch, dass dieses Hörspielformat ist einfach so gedacht, dass in der Regel eigentlich die beiden Hosts da auch wirklich so durchleiten. Und deswegen kann man das als Podcast auch eigentlich sehr gut hören. Und das hat nicht so krasse, so ein ganz starkes Hörspiel-Feeling, sondern das passt irgendwie ganz gut. Und die haben da jetzt die neue Staffel gestartet. Und dann geht es halt immer darum, dass sie da irgendwie mit in so eine Zeitmaschine einsteigen und dann immer so mit Monstern zu tun haben oder irgendwelchen seltsamen Vorkommnissen, und dann landen die halt immer so alternativen Zeitlinien, in denen es dann den Vampir wirklich gibt quasi, und haben dann so eine kleine Story dann dadurch, wie sie dann da aber dann immer mehr Leute kennenlernen, die halt dann auf einmal auch durch die Zeit reisen, und dann baut sich das immer weiter auf und ist total lustig und total liebevoll und super gut gemacht, und ich bin ein Riesenfan von denen. Deswegen ist die gesamte neue Staffel, es gibt bis jetzt 3 Folgen, da kommt aber noch einiges mehr, ist mein Blütenschatz. Super. Creature Feature, habe ich das richtig verstanden? Creature Feature, also Kreatur Feature. Ach, Kreatur, nicht Creature im Sinne von Geräusch, sondern Kreatur. Ah, Kreature. Jetzt habe ich es. Ja, muss dem Doofen ja auch gesagt werden. Alles klar. Das klingt aber wirklich sehr schön. Toll. Dankeschön. Im Namen der Hörenden. Wir machen das ja alles so für die Menschen da draußen. So, dann frage ich zum Schluss mal noch. Nee, was soll die? Habe ich die Vera schon gefragt? Nee, ne? Nee. Ich hatte auch nichts, aber jetzt ist mir heute noch so eingefallen, weil der Kohlenpott ja vorhin schrieb, dass der Norbert aus dem Montankommando gestorben ist. Da wollte ich mal einfach als Blütenschatz jetzt den Kohlenpott Folge 32 mal, da ist er nochmal zu hören. Genau. Weil der war ja da auch Dauergast beim Kohlenpott. Und deswegen dachte ich mir, so ein bisschen. Ja. So. Genau. Aus gutem Grund eine aus Erinnerung Grund daran. Grund. Genau. Genau. Gut, er hat die letzte Schicht gemacht. Genau. Danke dafür.
Und dann frage ich jetzt aber den Sebastian noch. Du hattest angedeutet, dass wir denselben Blütenschatz hätten. Das bin ich mal gespannt. Achso, das war auf die Impfung bezogen und das ist tatsächlich auch dann jetzt gerade mein einziger Blütenschatz. Du freust dich auch darüber, dass ja, das trotz der Nebenwirkungen ist das natürlich ja. Trotzdem toll, weil ja, es bietet einfach einen Weg aus dieser Pandemie und es ist eigentlich der einzige Weg aus dieser Pandemie und wenn man da schon, sag ich mal, jetzt eine Perspektive hat und nicht, also ich habe das auch vorgefühlt, alle kriegen irgendwie einen Impftermin und man selber ist noch nicht an der Reihe, das fühlt sich merkwürdig an und ja, man wird da irgendwann ungeduldig und ja, und insofern ist es jetzt schön, dass das jetzt auf dem Weg ist. Da freue ich mich mit dir. Ich habe mich genauso gefreut und ich denke mit einem gewissen Bedauern an die 50% unserer Bevölkerung, die das noch immer nicht bekommen haben. Und ich hoffe, dass das alles über die Betriebsärztinnen und Hausärztinnen und alle möglichen Spargelhöfe, die vielleicht auch noch ein Impfzentrum einrichten, dann doch noch in absehbarer Zeit irgendwas wird. Also die Ankündigungen sind ja alle immer sehr positiv, aber von Ankündigungen passieren die Sachen ja nicht. Es müssen ja sich in die Realität umsetzen. Und da hatte ich doch zwischendurch echt auch so ein bisschen Grimm, dass ich denke, ja, ne, also auch ungeduldig. Und dann hört man schon von rechts und links. Und ich habe auch überlegt, ob wir hier im Sendegarten überhaupt darüber berichten, dass wir geimpft sind, weil wir natürlich dann auch wieder alle anderen vor den Kopf stoßen, die das eben noch nicht haben. Mhm. Aber andererseits ist es ja auch vielleicht ein Signal zu sagen, guck mal, es geht und wenn man ein bisschen Glück hat und es geht doch mal was nach vorne und auch wenn man 39 Fieber hat, scheiße, aber du sagst am Ende trotzdem Danke und das ist dann doch ein Thema, was wir vielleicht dann doch so in der Form, wie wir es heute gemacht haben, halt ansprechen können. Ja. Ich hoffe natürlich, dass wenn irgendwann mal klar ist, wie viele Impfungen wir in Zukunft brauchen, dass dann natürlich nicht bei jeder Spritze so etwas dann auf mich wartet oder dass diese Nebenwirkungen dann vielleicht auch bei anderen Impfstoffen anders ausfallen. Aber ja, jetzt für den Moment ist das vollkommen okay. Ist das ja ein Kinderkram gegenüber das, was einem erwarten könnte, wenn man das Original kriegt, ja. Ganz genau. Oder andere sogar ansteckt oder weiter verbreitet. Ja. Und dann, ja. Genau, also diesen blöden Virus halt weiterträgt und damit anderen Menschen schadet. Das ist ja auch wirklich kein angenehmer Gedanke. Wobei das jetzt auch bei der Impfung noch gar nicht komplett ausgeschlossen ist, oder? Dass man Überträger ist. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass kurz nachdem ich mit BioNTech geimpft worden bin, dass es da irgendwie eine erste Studie dazu gab, dass man nicht mehr ansteckend ist. Aber es kann auch sein, dass das nur so ein Wunsch von mir war. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Also bei Thilo Jung war mal der Chef des RKIs. Des RKIs, genau. Und der meinte, dass so eine Impfung halt erstmal grundsätzlich dafür da ist, die Krankheit zu verhindern und nicht die Infektion. Und es deswegen schon sein kann, dass das halt, dass man trotzdem noch Leute infiziert. Aber es natürlich geringer ist, die Chance, wie das jetzt ganz genau bei diesen Impfstoffen dann aussieht, hat er sich jetzt, glaube ich, auch nicht dann zu geäußert. Aber erstmal sind die Impfstoffe halt nicht dazu da, die Infektion an sich zu verhindern, sondern eher die Krankheit, die dadurch dann entsteht. Genau, erstmal Schutz für das Individuum, das wird für die geimpfte Person und gut, aber wenn sich halt die, ja gut, wir spekulieren hier rum, keine Ahnung, wir werden noch eine Weile Maske tragen, wenn wir klug sind, also man hat sich ja inzwischen daran, also ich mich jedenfalls, habe ich mir relativ gut gewöhnt. Na eben, und wie toll ist es einfach seit anderthalb Jahren nicht mehr krank gewesen zu sein, also ich zumindest nicht, das ist auch super. Heuschnupfen ist auch viel weniger. Das ist wirklich gut. Eben. Also. Hat auch noch andere Effekte, genau. Und in der Bahn, man riecht nicht mehr so viel schlimme Dinge im Bus und Bahn. Das ist auch ganz angenehm. Also, zumindest geht es mir so. Stimmt. Ja, hat also auch Vorteile. Ganz unabhängig von Corona.
Obwohl es natürlich, also das Schönste wäre natürlich, wir hätten das Ding nicht, aber wir können ein paar Sachen, also von mir aus können wir das auch mit dem Abstand, zumindest mit dem, also oh, man ja. muss ja jetzt nicht 2 Meter, aber so, lass den Menschen doch mal ihren Tanzkreis, ja, rück mir nicht auf die Pelle, so im Supermarkt oder wo auch immer, das kann gerne alles so bleiben, also da können wir gerne. Und es wurde ja auch letztens auf Twitter diskutiert, ob wir denn das mit dem Handgeben dann später mal wieder machen. Ich weiß auch nicht. Also in der Menge muss ich das auch nicht mehr haben. Handgeben ist ganz gut bei Menschen, die mir nahestehen, aber dass man jetzt bei jedem zufälligen Kontakt oder bei jedem, was weiß ich, du gehst ins Geschäft, willst irgendwas kaufen und dann drückt dir da der Verkäufer erstmal die Hand, muss ja auch nicht sein. Mhm. Ich kann auch so das Geschäft machen oder was einkaufen, ohne dass ich da so abgehandelt werde, abgehandelt, angefasst werde. So. War doch dieser ja. Running Gag, der am Anfang immer rumging, so, hä, wie? Mein Leben nennt man also Quarantäne? Okay. Genau. Ja. Genau. Ja, also mal wieder entspannt irgendwo sitzen, Atmosphäre genießen, Kaffee trinken auf einer Terrasse oder auch mal auf ein Schnitzel mit Pommes irgendwo in Restaurant zu gehen oder so, da hätte ich schon große Lust drauf, aber nicht, wenn ich Gefahr laufe, dass ich mir da irgendwie ein Virus einfange oder die Menschen am Nachbartisch womöglich infiziere. Also da warte ich lieber noch ein bisschen, dann esse ich mir hier noch ein Käsebrot und dann ist auch gut. So, und mit diesen weisen Worten machen wir jetzt diesen Sendegarten zu. So. Ich danke ganz herzlich allen, die heute Abend dabei gewesen sind. Ganz besonders unserem Gast, unserem spontanen Gast, der aber auch so schön erzählt hat, dem Philipp. Dankeschön, dass du da warst und ich hoffe, drücke dir die Daumen, dass du auf der Suche nach Mitstreitern für deinen Afaldra Fantasy Podcast dann doch etwas mehr Erfolg hast als in der letzten Zeit. Das wäre ja toll. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne, gerne. Und ich danke der Crew vom Sendegarten. Das ist einmal der Lars. Dankeschön, Lars. Immer wieder gerne. Und das ist der Sebastian. Dankeschön, Sebastian. Ja, auch immer wieder gerne. Und auch die Vera war dabei. Dankeschön, Vera. Ja, gerne. Und danke auch dir. Oh, gerne. Ich bin auch immer gerne dabei. Ja. Wie stehen wir denn jetzt da? Dabei sind aber auch immer ein paar Live-Hörende, die das hier heute Abend schon direkt in ihre Ohren bekommen haben und ganz herzlichen Dank, dass ihr uns damit dabei begleitet bei unserer Live-Aufnahme und natürlich diejenigen, die dann auch noch was in den Chat reinschreiben, den möchte ich auch ganz herzlich danken. So ist das ja schön, dass wir dann immer so ein bisschen auch ein Feedback bekommen, dass das, was wir hier erzählen, irgendwo ankommt. Und wenn wir den ganz großen Mist erzählen oder wenn ich den ganz großen Mist erzähle, dass ich das dann auch lese, dass ich irgendwo Mist erzählt habe. Aber Podcast ist ja eigentlich gedacht als zeitsouveränes, themensouveränes und überhaupt souveränes Medium und auch geschwindigkeitssouveränes Medium, wie der Philipp ja auch sagte. Er hört, glaube ich, alles in 1,5 und 2-fach oder so, ne? Also relativ schnell. 1,8 ist momentan meine Zeit. 1,8, das ist schon. Da muss ich mich schon beeilen, so schnell zu reden. Wer immer dieses Podcast-Angebot in der Konserve benutzt, und damit es souverän umgeht, also am den Ort, die Zeit, die Geschwindigkeit und was weiß ich, die Lautstärke selber bestimmt. Wäre ja auch noch schöner, wenn das anders wäre. Dem sei auch ganz herzlich gedankt dafür, dass ihr uns die Aufmerksamkeit schenkt. Ja, und mit diesem rundum Dankeschön und nochmal dem Dankeschön an alle Menschen, die uns in irgendeiner Weise versuchen, durch diese blöde Pandemie zu bringen, uns zu impfen und uns zu betreuen, wenn wir tatsächlich krank sind und vor allen Dingen die schweren Fälle auf der Intensivstation behandeln und da auch mitleiden und mitgehen. Ein herzliches, wirklich herzliches Dankeschön. Und damit ist Schluss für heute. Tschüss zusammen, kommt gut in die Nacht. Bis dahin. Ja, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.